Yahoo! Mamma mia! Mario Brothers, wunderbar, Digga. Leute, wir sind in der letzten Welt. Wir sind in der letzten Welt. Werden heute vermutlich dann die Story beenden. Was heißt vermutlich? Wir werden auf jeden Fall heute die Story beenden. Die super krasse Story, die sich um Blumen dreht und Drogen, lol. Und dann werden wir wahrscheinlich anfangen, die super schwierigen Level zu machen. Für die wir vermutlich noch einige Restsamen sammeln müssen. Aber ja. Lass uns anfangen. Das, denke ich, die finale Welt. Also die Story-finale Welt. Es gibt ja noch diese Special-Welt und so, ne? Gehen wir rein. Guck uns an. Ich bin sehr gespannt auf das Finale. Wie das sein wird. Wie kreativ das sein wird. Was das der Endboss ist. In einem sehr kreativen Spiel, in dem aber die Bosse bisher nicht allzu kreativ waren. Deshalb, ich hoffe wenigstens beim Endboss, beim Bowser am Ende, haben sie sich richtig viel Mühe gemacht. Und da wird es gleich richtig abgehen. Okay, ein Kugeltorpedo-Willi-Level. Okay, die kann ich die einblasen? Okay, das war's mit meinen Blasen. Aber ich kann auf den reiten, okay. Boah, ich sehe es schon kommen. Gleich, wenn ich diese super, super Wundersamen finde, dann wird das auf einmal, das ganze Level auf einmal so ein Bullet Hell. So, was habe ich gerade für eine Fähigkeit drin überhaupt? Einen Doppelsprung oder so habe ich drin. Nicht gleiten. Was? Daisy, hat jemand eine geblasen? Ja, Junge, wir sind 10 Sekunden im Spiel drin. Schon die erste horny Nachricht. Was ist mit euch Nintendo Kids eigentlich? Was ist eigentlich euer Problem? Was ist eigentlich euer Problem? Weißt du, ich kann jedes Spiel spielen, alles ist okay. Ich mache ein Nintendo Spiel an, direkt so, Daisy, hat jemand eine geblasen? Junge. Oh no, die 10er Münze. Da oben. Ja. Okay, jetzt kommt Bullet Hell. Okay, nee, es ist so ein Reitlevel. Wir gehen durch die Wolken. Wow. Wir fliegen zum Mondchat. Nein, wir fliegen wieder nach unten. Scheiße. Was machen die Kackblasen? Damit kannst du Gegner in Blasen reinpacken. Oder du kannst auch auf den draufspringen, auf den Blasen. Also wenn du damit Gegner triffst, dann sind die in den Blasen drin, dann kriegen die keine Luft und sterben. Lol, so wie ich. Nintendo ist das Kika der Game Devs. Und natürlich sind deren Fans mega die Freaks. Wieso sind Kika Devs oder Kika Leute Freaks? Kika Kids waren doch die normalen Kids. Die Langweiler Kids. Die Kids, mit denen niemand was machen wollte. Ah, cooler Sprung. Das macht sie zu Freaks. Ach so. Ich dachte, das war bezogen auf das perverse Horny-Thema. Dass irgendwie Kika-Kids alle horny sind oder so. Also, die Kids von damals, heute erwachsen, ne? Nicht, dass irgendwelche Kinder horny sind. Das war nicht das Thema. Aber der Song ist nice. Ich mag den. Ich dachte, ich durfte auch nur Kika gucken. Ja, deshalb bist du auch so weird.
Ich durfte zum Glück alles gucken. Ja, zum Glück, weiß nicht. Ob, leider, aber auch zum Glück. Beides irgendwo. Bei mir gab es keine Kontrolle, was ich geguckt habe. Solange es kein Horrorfilm war. Ich hatte nie im Fernsehen. Ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Fernsehen macht dumm. Ich bin der lebende Beweis. Ich habe als Kind sehr viel Fernsehen geguckt. Ui, da ist er. Ja, Bernd das Brot finden ja alle voll super und so. Ich konnte mit nie was anfangen. Ich war aber auch nie so tief da drin. Ich meine, ich verstehe es, ich check es, aber weiß ich nicht. War nie so mein Humor. Ich hasse mein Leben. War mir auch einfach zu langsam, Leute. Ich wollte was Schnelles, was Flashiges haben, ja. Das war mir zu langsam. Nichts gegen meinen Bruder Bernd. Ich habe damals Super RTL geschaut, ja. Die wahren Kids waren die, die RTL 2 geschaut haben. Wegen Yu-Gi-Oh! Und so. Das war geil. Junge, ich hab letztens, als hier zwei Kumpels waren. Jabel, danke schön für 10 Monate, Mann. Als hier zwei Kumpels waren, haben wir beim Essen so eine random Folge von Yu-Gi-Oh! Geschaut aus der ersten Staffel. Junge, ich muss die erste Staffel oder generell die Serie rewatchen. Es ist so fucking funny gewesen. Wie komplett dumm das alles ist. Einfach nichts ergibt Sinn. Es ist einfach alles nur lächerlich. Es gibt keine Regeln. Nicht mal irgendwie die Lebenspunkte werden richtig berechnet. Es ist alles irgendwie so richtig komplett random und dumm. Aber es ist so lustig, weil es halt so dumm ist. Als Kind hast du auch nie gecheckt, so nie großartig drauf geachtet oder so. Aber so wild. Dass sie sogar nicht mal so was Simples machen, wie halt, ne? Nicht mal so was Simples richtig machen, wie zum Beispiel Lebenspunkte richtig rechnen. Dann verliert er random einfach irgendwie so 2000 Lebenspunkte, obwohl das gar keinen Sinn ergibt, weil der eine den anderen getötet hat. Das eine Monster hat das andere getötet, was irgendwie so 100 ATK oder so Unterschied hat. Ja, du verlierst jetzt einfach mal. Und dann vor allem nicht sowas zum Beispiel wie, yo, die haben zum Beispiel jetzt 100 ATK Unterschied und der verliert jetzt 300 Lebenspunkte. Sondern es ist so richtig weird, die haben irgendwie so 100 ATK Unterschied und der verliert dann 245 Leben oder so. Hä? Nicht mal irgendwie so halbwegs versucht, eine vernünftige Zahl zu machen. Oh. Ich kann da gar nicht auf drauf hüpfen. So komplett random. Einfach irgendwelche Zahlen sinken. Einfach irgendwelche Zahlen sinken. Die dummen Kids checken eh nix. Sind alle eh dumm in Mathe. Spul zurück, Moritz. Habe ich am Anfang des Streams darüber gesprochen. Gequatscht. Der Yu-Gi-Oh! Manga? Keine Ahnung. Ich kenne nur den Anime. Was heißt kenne? Ist schon so lange her. Ich kenne so gut wie gar nichts. Ich bin Blitz-Daisy! Wieso kann sie nicht sprinten? Sie rennt so langsam gerade. Jetzt bin ich Blitzelefant-Daisy in Golden!
Ja, auf Twitch kannst du zurückspulen. Ist halt nicht so obvious wie bei YouTube. Aber du kannst halt einfach in den Videoreiter gehen. So aktuelle Übertragungen. Und da ist halt dieser Stream gerade am Laufen. Und dann kannst du draufklicken und zurückspulen. Wild. Oder wenn du zum Beispiel einen Clip machst oder so. Wenn du jetzt einen Clip machst und dann auf den Clip draufklickst und dann steht da ja irgendwo zum Originalen oder sowas springen. Und dann bist du auch direkt im VOD ab dem Timestamp und kannst wie bei YouTube mit so einem Balken zurückspulen. Obwohl der Stream gerade noch läuft. Crazy Mechanics, oder? Erste Version war eher wie Pen and Paper, erst die späteren wurden genau, deswegen mag auch keiner mehr die neueren Staffeln. Ja, keine Ahnung, ich habe ja damals auch nur bis GX geschaut und glaube ich auch GX auch nie zu Ende geschaut, weil das damals ja immer so, was, bereit für eine Pause? Zu schade, bei meiner Show gibt es gar keine Pause, nur Künstlerer. Und die sind schon ganz scharf drauf, Bühne frei. Okay, das war ja damals immer so ätzend auf RTL, auf RTL 2, wenn dann irgendwie eine Staffel zu Ende ist und die nächste ist noch nicht fertig, dann ist halt immer wieder dieselbe Serie nochmal gelaufen. Und irgendwann war das so nervig, dass ich das gar nicht mehr weitergeschaut habe. Und ich habe keine Ahnung, ob jemals GX im Fernsehen jemals beendet wurde. Jedenfalls habe ich GX nie zu Ende geschaut. Aber ich weiß, dass es später auch ziemlich wild bei GX wird. Aber das Opening war geil. Was sind das für komische Raketen, Alter? GX wurde die vierte Staffel nie übersetzt, weil dann im Deutschen schon 5Ds kamen, aber Staffel 3 wurde auch hart zensiert, beziehungsweise bezüglich Genozid und so. What the fuck? Genozid in... in GX? Nee, Diabel, aber wir spielen heute Abend Minecraft, dann kannst du mich da nochmal dran erinnern. Was sind das für geile Raketen, Alter? Irgendeine Röhre davon ging bestimmt, oder? Die sind so Raketen mit einem Nöppel dran. Boah, wäre eigentlich so auch so ein richtig geiles Spielzeug, oder? Wenn du so eine Spielzeug irgendwie Rakete hast, die du dann aufladen kannst, irgendwie an so einem Ding ziehen musst, dass sie dann losfliegt. In der Luft dreht sie sich aber, so dass sie mit dem Pinöppel nach vorne fliegt und dann kannst du das so jemanden so ins Gesicht nöppeln oder so. Alter, das ist ja hier, das ist ja hier Flappy Bird, Alter. Haben die einfach von Flappy Bird geklaut. Faulen Schweine bei Nintendo. Oh, ich spring einfach rein, Lolski. Ich hab noch einen. Wowie dowie. GX war am Ende echt harter Tobak. Ja, Genozid klingt schon echt weird. Die Charaktere sind teilweise gestorben und dann hieß es, die wurden zu den Sternen geschickt im Dub. Also sowas wie mit Schattenreich. Das war in GX dann. Die Art von Schattenreich, die Sterne. Hab damals 5Ds geliebt und die letzte Season davon wurde wohl auch nie übersetzt und es endete dann im Deutschen in einem richtig miesen Cliffhanger. Oh Mann. Ja, weird, dass das alles so endete. Sehr schade. Aber seien wir ehrlich, so die Peak-Yu-Gi-Oh!-Zeit war doch eh hier mit Duel City und Marek und so. Das war doch eh Peak. Mit den vier Götterkarten und so. GX war niemals mehr so cool. Okay.
Achso, ich schieße den einfach nach unten, ne? Okay. Wow. Wow, er hat mich geprankt. Nee, mit Baustelle meinte ich nicht Menschen, sondern sie hatte wirklich zu Hause in der Wohnung ein paar Baustellen, sowas wie eine Glasvitrine aufbauen oder sowas. Und so ein paar Kleinigkeiten halt. Nicht an mir musste gearbeitet werden. Hab beides geschaut und mochte GX größtenteils lieber als OG Yu-Gi-Oh! Opfer. Bist bestimmt auch so ein Kika-Kind, oder? Und hallo, Ariane Bade. YouTube-Chat, was geht ab? Hallo, ich hasse Kika. Okay, er hasst Kika einfach. Er hasst einfach Kanäle für Kinder. Hallo? Achso. Ich habe das Gefühl, hier wird der Wundersamen ein bisschen besser versteckt sein und nicht so obvious irgendwo rumliegen. Ne, beste auf Kika waren. Okay. Ja, der ist ein bisschen besser versteckt hier. Beste auf Kika war halt eher so die geilen Serien. Sowas wie Biene Maya, Tom Sawyer, Nils Holgersson. Das war geil. Aber diese ganzen Realserien, boah, die fand ich so trash, Mann. Dieses Schloss Einstein und was auch immer da immer lief, Alter. Das sah immer so scheiße. Und bei Kika-Chat war Dingens stark. Ja, Haus Anubis oder so. Es gab da noch ja irgendwie so einen kleinen Pharao-Jungen oder sowas. Und es gab, glaube ich, so eine Jesus-Serie. Das war alles weird. Was geil war bei Kika, das war doch, doch, das müsste Kika sein. Und zwar diese Tabaluga-Enten-TV-Sendung. Diese Game-Show. Die war geil. Die war geil. Mit am Ende, mit diesem Feld von Arktos, wo man so über so eine Eisplatte laufen musste und sich die Felder merken musste. Tabaluga-TV, genau so hieß das. Das, was ich gerade meinte vom Namen her, war Tiger-Enten-Club. Das war auch, glaube ich, so eine ähnliche Sendung, ne? Wow, perfekt. Sind die heiß? Ich glaube, ich darf die auch nicht seitlich berühren. Die sehen ziemlich hot aus. Aus Lava geschmieden. Bitte. Wie lange brauchen die? Tiger NTV war doch CDF. Oh, okay. Das weiß ich nicht mehr. Ich dachte, das war auch Kika. Junge, Mascha und der Bär. Das ist schon nach meiner Zeit. Mascha und der Bär kenne ich nur von meinen Kids. Von meinen Kids. Von den Kids meiner Schwestern. Von meinen Kids. Hui. Und da lief das, also da lief das auch, die Kids meiner Schwestern und so, die kennen das auch schon recht lange, weil das ist ja das russische Original. Haben die schon viele Jahre vorher geschaut, bevor es halt in Deutschland im Fernsehen lief. Und deshalb habe ich das da auch schon die ganze Zeit auf Russisch bei denen mitbekommen. Mascha i Medved! Jo, das ist ein langer! Das ist ein langer! Keggy, einfach Vater. Ja, Katzenvater. Ich habe zwei süße Katzen, die hießen Miau! Oh, der kommt zurück. Der Rote kommt zurück. Safe muss ich die gleich irgendwie benutzen, um zum Wundersamen zu kommen. Oh nein.
Ach so, ich muss. Jetzt checke ich erst dieses Ding hier. Das funktioniert mit Luft. Ich muss Luft pumpen. Lol. Gar nicht gecheckt, wie das hier Ding funktioniert. Ich dachte, ich stehe einfach drauf. Ich habe mich schon gefragt, wieso fährt das Ding überhaupt runter? Was soll der Sinn dahinter sein? Okay, und jetzt wieder zurückgehen, Chat. Oh. Und hier ist der Wundersamen, oder? Oh, doch nicht. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie der hier genau auf diese Plattform, auf diese Safe-Plattform der Wundersamen gespawnt. Die Pfefferkörner. Nee, das war alles nicht mein Ding, Mann. Wachsen deine Neffen und Nichten auch bilingual auf, wie du damals? Mehr oder weniger. Also von der Seite, also die Schwester, die die Kinder mit einem, also auf der einen Seite habe ich einen Schwager, der auch Russisch kann, und auf der anderen Seite habe ich einen Schwager, der kein Russisch kann. Und auf der Seite, wo halt der Schwager kein Russisch kann, da können die halt nicht so gut Russisch bis kaum eigentlich. Weil meine Schwester hat es versucht, oder versucht es halt immer noch, aber ist halt schwierig. Okay, was geht denn jetzt ab? Wie der hier steht! Festival der Fäuste! Pommesgabel hoch! Pommesbagel hoch! Okay, ich habe Pommesgabel falsch gesagt. Lalum, Dankeschön für 14 Monate! Als Katzenvater hast du irgendwelche Tipps, wenn man sich frisch einen kleinen Kater geholt hat? Ja, einen zweiten holen. Niemals einen Kater alleine halten oder eine Katze. Wow! Wie ist dein Chat so hochauflösend, dass das... Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist beim Reinschauen. Wie hochauflösend? Was meinst du mit hochauflösend? Endlich schaffe ich es mal wieder zu einem Stream. Hab dich und den Chat vermisst. Kuss. Die Battle Pose. Ja. Keine Ahnung, der sieht so gut lesbar aus. Ja, vielleicht wegen dem Schatten. Den habe ich seit kurzem reingemacht. Okay, ja, die Elefantenpose ist viel cooler. Was mache ich? Gefährlich. Ach so, okay. Also, ich muss sagen, diese ganze Welt hier, die letzte hier, die erinnert mich so mies irgendwie die ganze Zeit an Crash Bandicoot. Ich muss die ganze Zeit irgendwie an Crash Bandicoot denken. Irgendwie von den Farben, von der Musik, irgendwie alles so. Ich bin klein, aber fein! Hä? Hä? Wo bin ich denn gelandet? Starker Abschluss. Den Freitagsstream kannst du schauen. Schauen wir nochmal nach. Ich habe ihn vorhin veröffentlicht. Ich glaube, ich möchte keinen Crash-Marathon machen. Weil die meisten Crash Bandicoot-Spiele sind halt echt nicht so geil. Jetzt hier sterben. Oh. Bye.
Und hey, Clawpaw, was geht ab? Katzen allein zu halten ist nicht gut. Am besten einen Kameraden für die Katzen haben. Ja, ich meine, am Ende des Tages, wenn man eine Katze hält, kann man sie eh nie hundertprozentig artgerecht halten. Schon allein, weil sie zu Hause bei dir ist, ne? Aber eine zweite Katze oder einen zweiten Kater holen, das ist sehr gut machbar. Und alleine ist sehr, sehr schwierig. Das Festival der Fäuste habt ihr also überstanden. Ich bin beeindruckt. Aber freut euch nicht zu früh, das war schließlich nur der Auftakt. Die wundervollen Beats des Hauptevents wurden auf der ganzen Welt ertönt. Nein, im ganzen Universum. Niemand kann sich ihnen widersetzen. Nickende Köpfe, tappende Füße, alle werden förmlich gefesselt sein. Und nun ist es an der Zeit für das epische Wunder, das ich vorbereitet habe. Applaus, denn jetzt kommt Bowsers Finale! So schnell? Das gesamte Publikum begibt sich nun zur Hauptbühne. Okay. Okay, 5 Sterne. Finale. Nee, der bleibt online, Clashy. Okay, wir fangen direkt mit dem Bosskampf an. Toll, ihr seid ja richtig weit gekommen, aber das ist egal, denn jetzt Schluss mit Spielchen. Ich hab einen Platz für einen krassen Freiburg. Jetzt hör wirklich! Hier kommt das super mega coole Wunder. Wow. Wohne seit ein paar Monaten alleine und wollte mir jetzt eine Katze holen. Da ich Katzen über alles liebe und mich sonst etwas einsam fühle. Ja, deshalb hol deine Katze eine zweite Katze, damit sie sich nicht so einsam fühlt, wie du dich gerade einsam fühlst. Tu ihr das nicht an. Da kommt ein Stein. Ich habe schon mehrmals ein Ersatz-Item benutzt, okay? Ich vergesse es oft, ja, okay. Aber ich benutze es auch oft, okay? Jo, wer bist du denn? Das ist einfach der aus Sekiro. Hey, Luciel. Wie er guckt. Muss ich hier dabei sein? So ein Blick einfach. Wieso redet die Blume nicht mehr? Ich hab sie doch gar nicht ausgestellt. Wo kommt ihr denn her? Alle singen mit. Chat, singt ihr auch mit? Okay, ist einfach so ein Medley gerade. Liebe den Gesang von dem König Buhu. Yo, was passiert denn jetzt? Ja, der König vom König Buhu erinnert mich an Crypt of the Necrodancer. Der Shopkeeper. Ist das die Bühne? Ne, das ist die Arena. Hey, bitte. Bitte.
Boah, die Stimmen von den Blumen, ey. Spiel ist recht leise? Bei mir ist voll laut. Ich habe mich schon gewundert, wieso keiner sich beschwert, dass es zu laut ist. Der Rhythmus kann ich. Jetzt zu laut. Wer hat jetzt recht? Immer schön weiter. Immer weiter. Feuerleiter. Ich mag die Blumen auch. Ich bin Fan von den Blumen. Ja, okay, wir haben jetzt jemanden, der sagt, es ist zu leise. Wir haben jetzt jemanden, der sagt, es ist zu leise. Und jetzt haben wir noch jemanden, der sagt, er kennt gar keinen Unterschied. Wahaha. Danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid bereit, unter meinen brennenden Beats dahin zu schmelzen. Brennende Beats also. Mein Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Er ist aber Rapper geworden. Bowsers Finale. Und los geht's! Guaha! Joachim Winnetou, du Legende! Vielen, vielen Dank für 5 Subs! Dankeschön! Für deinen Support, Mann! Dankeschön! Ist das, der aus dem Zelda-Dungeon hier? Bumbo? Bambo? Bimbo? Zu früh. Ja, yeah, ich hab ihn. Er ist weg. Oh, die Dinger kann man auch kaputt machen. Da sind richtige brennende Beats. Er ist am Dancen. Hä? Geht nicht? Ich bin voll durchgeflogen. Scheiße, erwischt. Okay, jetzt kann man ihn wahrscheinlich wieder treffen. Guaha! Drei Hände! Und getrennte Plattform. Ne, ohne Hände kann er einfach gar nichts. Dass nicht mal sein Kopf irgendwie was spuckt oder so. Okay, jetzt kommt was raus aus seinem Kopf. Schade. 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 So, Papi, jetzt nehme ich, okay? Es bröckelt! Seine Fassade fällt! Er zeigt sein wahres Gesicht. So, das kann man wieder nicht angreifen. Hau ab!
Power-up bekommen, Power-up verloren. Okay, letzte Phase, jetzt kommt vierte Hand. Nee, doch. Und ganz viele getrennte Plattformen. Nein! Jetzt kommen durch die Kugeln? Disco-Kugeln. Schade. Okay, sind vielleicht doch ein bisschen mehr als vier. Hab ihn! Jetzt kriegt er einen dicken, fetten Knopf noch auf dem Kopf. Was der wohl bedeutet, Chat? Scheiße, jetzt wäre ich ja noch klein. Junge. Wa. Jetzt habe ich ihn! Wer ist so ein riesiger Fetzhut auf einmal? In seinem Kopf ist nur leere Luft, all seine Drohungen war einfach nur Schwall und Rauch. Es geht noch weiter? Luftkopf. Du nennst mich Luftkopf? Nee, ist der Schmitzkopf Larry, ne? Aber Luftkopf war auch SpongeBob. Luftkopf. Die 7 Chaos Emeralds. Endlich Super Daisy. Weg ist er. Die Lego-Blumen. Voll der Kult, ey. Rebo, danke schön für 22 Monate und hi. Yalla, yalla. Wieso nochmals guten Spiel nochmal mit einem guten Charakter, hä? Ihr habt euch Daisy gewünscht, ihr habt Daisy bekommen.
Wow, die Credits! Jetzt kann ich gegen die Credits kämpfen. Ich werde gegen die Wand gemobbt. Ich bin unsterblich. Okay, Chat, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt wo wir es gespielt haben. Ich habe am Spiel mitgearbeitet. Sucht meinen Namen. Sucht meinen Namen. Woher kommt eigentlich der Schnee? Oh nein, jetzt ist es top down, ey. Wie heißt du nochmal? Hey, du kennst meinen Namen nicht? Keggy Kegelton ist der Name, Digga. Kennst du ihn doch? Spring! Jetzt war ich voll im Rhythmus und jetzt hört er auf. Das ist Thaddeus! Cesar Perez muss Keggy sein. Nee, er ist aber ein guter Freund von mir. Ja, endet das da irgendwann? Ich meine, hey, ja, ihr habt alle dran gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch. Menschen, die Videospiele machen. Oh, guckt mich an. Du musst jetzt meinen Namen lesen. Jetzt wird mir sein Name hier aufgezwungen. Denkt, ihr seid Artists oder was, hä? Das war bei, ich habe ja letztens erzählt, euch das ja so, Metal Gear Solid bei den Rocket Beans, also Hate-Watching-mäßig geschaut habe. Und da haben die sich auch so, oder was heißt, Etienne hat sich beschwert, dass ja bei Kojima-Spielen werden ja immer, wenn neue Charaktere vorgestellt werden, steht auch direkt immer der Name dabei. Des Synchronsprechers. Und der hat sich darüber beschwert. Junge. Ich finde das so unnötig. Denken die sind jetzt Artists oder was, weil die jetzt da stehen? Junge. Wie kann man so einen schlechten Take haben, ey? Wie kann man so einen schlechten Take haben? Ja, so pisst auf das Spiel gewesen, irgendwie schon keine Kritik mehr eingefallen. Dann mussten die Synchronsprecher her. Komm bald wieder!
bald wieder. Ja, Leute, das war die Story von Super Mario Bros. Wonder. Also, so jetzt Zwischenfazit. Wir haben natürlich jetzt noch einige Level, die wir machen können. Die wir auch machen werden. Ja, komm, verzieh dich. Es war schon ganz cool. Ich mochte es auf jeden Fall sehr, dass es so viel Frische reinbrachte und so. Aber... Boah, ich weiß nicht. Würd's nie im Leben spielen. Doch, doch, es ist schon ein schönes Spiel. Und der neue Anstrich ist auf jeden Fall um einiges nicer als das, was wir vorher hatten mit New Super Mario Bros. Und so. Aber so cool es auch ist, dass es was Neues ist, irgendwie ist das ein bisschen zu viel rumgewürfeltes Zeug, was irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ab einem Punkt so ein bisschen... Also für mich nicht mehr so ganz stimmig war. Es war irgendwie ab einem Punkt irgendwie voll random alles. Und für mich war das irgendwie dann nicht ganz so stimmig. Hat mich aus der Immersion rausgeworfen. Es toppt halt nicht Mario Odyssey 64 oder Fury. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass zum Ende hin ich so ein bisschen schon teils genervt war von diesem Stil, obwohl ich ihn anfangs sehr mochte. Zum Ende hin war es irgendwie so ein bisschen schon too much. Und es war halt, das Base Game ist viel zu einfach. Also es war, ich musste nicht wirklich irgendwie großartig nachdenken. Klar, ich bin gestorben oder so, ne? Aber ich konnte die meisten Level so quasi im Autopilot einfach spielen. Ich habe einfach nach rechts gehalten und Knöpfe gedrückt. Ich musste irgendwie, ich war nicht wirklich invested, sage ich mal, im Game. Weil alles irgendwie so von alleine lief und ich habe halt ein paar Knöpfe gedrückt. Ich habe halt auch Spaß gehabt, klar. Ich habe das auch Spaß gehabt, aber... An Bowser's Fury kommt das nicht ran. Never. Never. Bowser's Fury war wirklich Peak. Bowser's Fury ist wirklich Peak Mario. Wie ich schon meinte, man könnte die Charaktere auch gegen Rayman-Charaktere tauschen. Würde nichts ändern. Ja, wegen dem Musiklevel, oder was meinst du? Wenn du jetzt nicht nur den 2D-Marius vergleichst, mit nur den 2D-Marius vergleichst, SMW immer noch Platz 1 bei 2D. Ich weiß nicht, ob ich so über... Ich glaube, ich würde es auch noch unter SMB 3 packen. Bei den 2D-Marios. Ja, weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe irgendwie SMW und SMB 3 sind irgendwie so... Die sind irgendwie viel stimmiger für mich persönlich. Und die haben irgendwie so einen...
zeitlosen Stil irgendwie. Und zum Beispiel bei SMB 3 ist bei mir jetzt auch nicht so viel Nostalgie oder so mit dabei. Bei SMW, okay, da ist ein sehr starker Nostalgieträger bei mir, klar. Aber irgendwie... Irgendwie waren die stimmiger und irgendwie waren die auch... teilweise auch spaßiger, weil sie halt auch Level haben, die halt schwieriger sind, I guess. Weil es so eine bunte Mischung ist, deswegen hatte ich so das Gefühl, es könnte auch ein neues Rayman Legends sein. Ja, ja, I don't know. Also, das ist jetzt so das Zwischenfazit, ne? Wir haben natürlich jetzt noch diese Special-Welt oder so. Die ist vielleicht dann noch ganz cool. Vielleicht ist es auch mittlerweile, weil es auch einfach schon das letzte Spiel im Marathon ist und so. Und ich sag's, wie es ist, ne? Aber ich bin sehr froh, dass es das letzte Spiel ist. Ja, ich bin so ein bisschen... Ich spüre schon so ein bisschen den Burnout. Bei Zelda hatte ich den nicht gehabt. Und bei hier bei Mario, es ist schon... Wirklich ab einem Punkt war es wirklich einfach nur... Autopilot. Und es ist einfach passiert. Ich sag's, wie es ist, die Monde haben dich gebrochen. Nee, auch schon vorher. Zelda ist mehr Abwechslung. Ja, ich meine, wir haben hier auch super viel Abwechslung im Marathon gehabt. Die ganzen Spiele waren ja auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Kann ich jederzeit jetzt eigentlich wechseln zu der anderen Welt? Gesamtkarte. Ich kann keine Welten switchen. Ich muss dahin laufen, Chat. Nee, dieser Marathon dreht sich nur um die Super Mario Bros. Jump-Runs. Spätestens nach dem zweiten Game hätte ich keine Lust. Nee, wie gesagt, wir haben ja Zelda-Marathon vorher gemacht. Und der war viel angenehmer. Da war ich... Ich war bei TOTK ein bisschen ausgebrannt am Ende. Aber das lag nicht an dem Zelda-Marathon. Das lag halt daran, dass TOTK... more of the same zu BOTW war. Das war bei TOTK war so ein bisschen das Problem wie bei das Problem, was ich hatte, auch so ein bisschen mit den ganzen New Super Mario Spielen. Ab einem Punkt war es so ein bisschen dann ja immer das Gleiche, ne? Und das hatte ich bei TOTK zum Ende hin auch so ein bisschen. Aber das lag halt, wie gesagt, daran, dass BOTW vorher das gleiche Spiel war. Mario ist halt Springen und Laufen, Zelda hat halt mehr Gameplay-Mix. Ja, aber vor allem hier hast du ja super viel bunten Kram und so gehabt, aber trotzdem irgendwie... Also, ich würde schon fast sagen, was auf dieses Spiel sehr gut zutrifft, ist Style over Substance, Leute. Ich finde, das trifft hier sogar sehr gut zu. Weil es wird die ganze Zeit so geflext mit coolen kreativen Leveln und so. Aber im Endeffekt, auch wenn die alle cool aussahen und coole Effekte hatten, coole Musik hatten und die Ideen an sich auch ganz cool waren und so mit den ganzen Power-Ups, mit den ganzen Dingern, die ich hatte und so. Aber es ist halt spielerisch jetzt echt nicht so krass spannend gewesen. Für mich persönlich. Ne? Aber das ist ein allgemeines Problem. Ich weiß ja, aber zum Beispiel das, was ich jetzt bei diesem Spiel gefühlt habe, bei dem Mario-Spiel, das habe ich zum Beispiel bei SMB 3, SMW nicht gefühlt. Oder bei Bowser's Fury oder so auch nicht gefühlt. Ich habe das nicht mal bei SM64 gefühlt.
dieses zum Ende hin, dieses repetitive irgendwie, es ist immer irgendwo was anderes, es ist immer was Kreatives, Cooles, aber spielerisch ist das irgendwie ab einem Punkt so, ja, irgendwie mache ich die ganze Zeit das Gleiche. Und das haben zum Beispiel sogar SM64, obwohl ich das Spiel so sehr gehasst habe wegen der Steuerung, sogar da hatte ich nicht das Gefühl von diesem Repetitiven. If you catch my drift, Digga. So, aber wir haben noch einiges zu holen, ne? Habe ich irgendwie so eine geile Übersicht? Nee, ne? Nur die Levelübersicht, aber ich habe nicht so eine Weltübersicht, wie viel mir dort in den Welten fehlen, ne? Hier sind sogar noch zwei Level, die ich gar nicht gemacht habe. Hier sind noch einige Level, die ich nicht gemacht habe, okay. Weißt du, was du meinst? Ich kann mich an die letzten Welten null erinnern, weil ich es nur runtergespielt habe, ja. Deki, dankeschön für 43 Monate. Dankeschön. Was musst du noch machen? Ich weiß es halt nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich in die Special-Welt mal laufen. Und mir angucken, wie das aufgebaut ist. Aber im Chat wurde gesagt, schon mehrmals, dass wenn ich das allerletzte Level sehen will und spielen will, dann muss ich alle Samen sammeln. Wenn ein Haken ist, hast du alles gesammelt. Oben bei der Welt kannst du einen Haken auftauchen. Das gehört noch zu der Welt? Was, wieso habe ich hier in dieser Welt so viel verpasst? Oder ist das nicht mehr... Ist das nicht mehr... Doch, das ist die erste Welt. Da habe ich so viel verpasst? In der Architektur gibt es den Spruch Form follows function. Und in meinen Augen wird das in der Realität zu selten angewendet und anscheinend auch bei Videospielen. Ich bin mir nicht sicher, was du damit meinst. Alle Samen und Flaggenspitzen. Nee, Flaggenspitzen nicht. Hier gibt es doch gar keine goldenen Fahnen. Doch, gibt's. Oh. Aber ich glaube, die waren nicht relevant. Hast du das Spiel überhaupt gespielt? Ja, wie es aussieht, eben nicht, ne? Wie es aussieht, habe ich viel verpasst. Okay, Chat. Die Rätselei geht jetzt los. Wir müssen jetzt die Samen suchen. Aber, Chatty, Chat, Chat. Chatos, Chatty, Chattily, Chat, Chat. Hier gibt's ja drei Samen. Was bedeutet das? Stimmt. Das Auszeichen können wir gleich beim nächsten Level machen. Was bedeutet das, wenn es drei Samen gibt? Ein Secret Exit? Oder was bedeutet das? Zwei Exits. Ah, okay, okay. Tja, wo könnte er sein? Da unten ist er. Weil es wäre ja weird, wenn es zwei solche Wundersamen in einem Level geben würde, die halt, ja, das Level komplett verändern. Hab ich's gefunden? Oh, wow! Nee, ist nur für die Münze. Ja, ich weiß nicht, wie viel das jetzt an sich jetzt ist, weil es sah jetzt doch nach sehr viel aus. Wie viel es dann im Endeffekt ist, weiß ich nicht. Wie viel jetzt wir noch machen müssen. Aber ich bin davon ausgegangen, wir werden es nächste Woche dann wahrscheinlich abschließen. Aber, ja. Jetzt, wo ich so sehe, dass das doch so viel ist. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Weiß nicht mehr, ob wir nächste Woche damit fertig werden. Das wird immer Wert drauf, Wert gelegt wird, dass das Spiel gut aussieht und nicht, dass das Gameplay gut ist. Ach so,
so, ja, ja. Ja, Style over Substance halt. Da oben ist was, aber den habe ich ja schon, ne? Hat das irgendwas mit der Blase zu tun? Die Blase muss platzen! Nee. Odyssey 2 Monde. Ich weiß nicht, ob es so viele sind. Ich habe irgendwie keine... Habe ich eine Overall-Zahl irgendwo? Irgendwie auch nicht, ne? Man hat nicht irgendwie so eine absolute Zahl, wie viel du gerade insgesamt hast, oder? Sondern du kannst nur pro Welt alleine schauen, wie viel du da hast. Digi. Ja, er springt einfach. Du brauchst alles. Alle Exits, Samen, alle goldenen Fahnenstangen, alle lila Zehner-Coins. Nein. Das ist Bullshit. Ich brauche nicht alle Coins, um das letzte Level zu haben. Jetzt muss ich wieder googeln. Weil jetzt erzählt wieder jeder was anderes. Hm. Die Secret Edges waren die Samen, die am schwierigsten zu finden sind, okay. Ha. Ha. Vielleicht reitet mich so ein Typ irgendwie in den Sonnenuntergang. In ein Secret Exit oder so. Er weiß es nicht. Tatsächlich weiß ich es nicht, ne. Nein! Oder man muss trigger damit ein Secret Exit? Oh, Chat, ich weiß, was das Secret Exit ist. Ist das nicht einfach das normale Exit? Weil die rennen jetzt doch dieses Exit kaputt. Ich muss einfach das Level normal machen. Ohne das hier. Wowie! Ja, also vor allem, weil der Samen ja auch ganz rechts ist, dachte ich, das ist das normale Ende halt, ne? Warum bist du da nicht rein? Ja, weil die mir gerade, wie du gesehen hast, die Fahne umgerannt haben? Und dann war sie weg. Weil sie haben die umgerannt. Die war weg. Die war kaputt. Also, ich kann eine kaputte Fahne nicht hochklettern. Die ist kaputt. Die funktioniert nicht. Normalerweise stehen halt diese Fahnen in Mario. Aber die lag halt unter der Erde. Ich kann nicht mal unter die Erde. Das geht nicht. Das ist in Mario nicht möglich. Auch Daisy hat irgendwo ihre Grenzen. So, jetzt googeln wir. Weil jeder mir irgendwas anderes erzählen möchte. Mario Wonder. The final test badge marathon is a secret course that can only be unlocked by completing the main story and collecting all the wonder seeds and flower coins in the flower kingdom. This includes all the wonder seeds and flower coins in the ultra challenging special world. Also, wir brauchen alle Samen und alle Münzen, aber nicht alle Fahnen. Aber das ist auch IGN. IGN könnte auch Scheiße labern. Okay, jetzt haben wir zweite Seite. Every Wonder Seed, every Flower Coin. Jetzt kommt hier every Flagpole.
Okay. Dritte Quelle. Dritte Quelle. Every Wonder Seed. You also need collect all flower coins. And finish the top of the flagpole in each level. Okay. Also jetzt haben wir schon mal zwei Quellen, die das gleiche sagen, aber eine was anderes sagt. Okay, dann suchen wir mal eine vierte Quelle. Nee, das ist was anderes. Können wir einfach den nächsten Marathon... Ich will das letzte Level machen. Das soll ja wohl super schwer sein und ich mag schwere 2D-Level. Final Level, hier Reddit-Beitrag. Final Level not unlocking. Hey, in Super Mario Bros. Wonder, there's a final level that you can unlock if you've gotten every single Wonder Seed in the game, including the ones in the special world. Its name is Final Test Batch Marathon, but it hasn't spawned for me. The internet says that you just need Wonder Seeds, and I have all of them, even the hidden exit ones, but they just appeared for me. Does anyone know why this is... Okay. Maybe you need to get all 10 coins and... Or top the flags. Confirmed. You need all purple coins. I did final without getting coins. Got the medals for seats and flagpoles, but no final. Also brauchen wir auch alle flagpoles. Ich hasse Computerspiele. Muss ich auch gleich alle Papierstatuen sammeln? Soll ich vielleicht auch noch jede Münze hier sammeln? Boing! Okay, ja, uns fehlt hier der normale Wundersamen, also der das Level verändert halt, ne? Der fehlt uns hier irgendwo. Wo habe ich den hier übersehen? Ah, ich habe wieder das Badge vergessen. Das Spiel nur mit allen Charakteren durchspielen, das wäre so geil. Ich muss ihn da reinkriegen, Chat. Pass auf. Der geht hier rein. Und der geht da rein. Boing. Boing. Und jetzt können wir so Special-Welt gehen. Wow! Ach stimmt, Moment, ich muss ja auch alle Münzen sammeln, ne? Boah, die Münzen fühle ich ja gar nicht. Also die Münzen, die fühle ich ja gar nicht. Aber hier habe ich alle. Nintendo, why you do this? Münzen liegen aber meistens auf dem Weg. Ja, oft sind sie irgendwie so auch außerhalb des Screens. Wunderbar. Ja, wo bist du? Der kann in solchen Blumen auch versteckt sein, oder?
Wann fing eigentlich dieser Sammelaspekt so im Vordergrund bei Mario? Ich glaube, mit SM64 ging es los, oder? Wie bist du denn hier hochgekommen? Ich fand das ziemlich angenehm, habe halt alles immer direkt gemacht und hatte dann mit dem Beenden des Bowser's Fights auch alle fertig. Legende. Einfach der krasse Gamer. Hey, hey, hey. Hä, wo ist die scheiß Blume? Ich hab sie. Yo, Big One. Man muss sich nur beschweren, dann kommt's ja. Ist das keine goldene Fahne, Chat? Ist sie nicht gold? Verdammt. Verdammt! wenn ich die so anklicke, wenn ich mich da vorstelle, sehe ich das nicht, oder? Mann, geh doch jetzt weiter! Ich habe hier keine einzige lila Münze! Wie geht das denn? Ich hab eine. Ja, ich meine nur die Großen. Man muss nur die Großen sammeln, nicht die Kleinen. Die Kleinen sind egal. Immerhin, ja. Schon alle verpasst? Es kommt schon lange keine mehr. Schon verpasst, oder? Bei den Leveln ganz am Anfang hast du halt auch noch nicht alles. Ja, ich habe überall, ich habe ja nirgendwo lila Münzen gesammelt, weil ich mal wieder den Fehler gemacht habe, wie ich ihn immer mache. Dem Chat vertrauen. Ich habe mehrmals gefragt und mehrmals wurde gesagt, man braucht nur... Hallo, Tiggi? Und Chat hat gesagt, ich brauche nur die Samen. Deshalb bin ich auch an vielen Münzen, wenn ich sie irgendwie verkackt habe, dachte ich mir, ja, brauche ich ja nicht. Hab's nicht gesammelt. Hab's nicht nochmal versucht. Jo, was war das denn? Okay, mir fehlt irgendwo eine. Never trust the chat. If you want infos, go google yourself, bitch. Tja, wo ist er? Nein! Du musst jetzt immer die Namen aufschreiben von Leuten, die sowas sagen. Ganz schön wild, oder? Er ist richtig wild. Oh
Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz in der Overworld durch. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier fehlt die Fahne. Okay. Stück für Stück, Leute. Level für Level. Level für Level. Ich habe es doch gesagt, aber Chat meinte, dass ich lüge. Alles Lügner hier im Chat. Goldene Fahnen sind ganz cool, da kann man immer durchrennen. Kann man einfach laufen. Einfach das machen, was ich mit meinen Problemen mache. Davonlaufen. Jo, die Nuss noch getroffen. Aber wo ist er? Ich brauche wahrscheinlich am Ende so einen Nusstypen, der mich zur Fahne katapultiert mit seiner Nuss. Nicht? Nee. Was habe ich hier? Hä? Die Fahne ist doch Gold. Warum spielst du eigentlich mit Rosalina? Du hast im zweiten Level keinen Haken. Dir fehlt ein Secret Exit da. Was? Hä? Die Fahne war doch gelb, Chat. Ich habe doch das Level extra gestartet, weil da eine goldene Fahne fehlt. Hä? Es gibt jetzt auch noch Secret Exits, obwohl ich dort alle Samen, alle Fahnen, alles habe. Chat, wie cool ist das letzte Level? Ist das richtig cool? So auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool ist das letzte Level? Vielleicht muss ich das Level hier einfach normal beenden? Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, wenn man den Wundersamen sammelt. Okay, ich hab's gefunden, ist hier. Fünf bis sieben? Sieben von zehn? Fünf? Schon worth 20 Stunden zu grinden? Du meinst, ich brauche 20 Stunden? Ich meine, ich habe mich ja eh noch nicht entschieden, was der nächste Marathon sein wird. Ich hab's in 15 geschafft, aber bin auch ass in Jump-Runs. Also du hast 15 Stunden für das letzte Level gebraucht? Jetzt muss ich jede Röhre testen. Achso, 400%. Ja, ich bin schon, glaube ich, über den 15 Stunden, oder? Kannst du nicht einen vollständigen Safe nehmen? Also, ich habe auf der Switch ja noch Yasus Account eingeloggt, aber ich glaube, Yasu hat es auch nicht auf 100% gespielt. Was? Die Pflanzen sprechen? Was? Nein, tun sie doch nicht, oder? Oh mein Gott! Da geht er rein. Da hatte ich das Secret nur durch Zufall gefunden.
Also du bist irgendwo runtergefallen. Vielleicht brauche ich auch die Blume. Den Wundersamen dafür. Ah! Ich hab ihn. Kann ich jetzt noch das Secret Exit erreichen? Banger. Ah, scheiße. Hier wird nicht gesungen. Sie hat's einfach getan, ne? Aus Versehen gefunden. Aus Versehen gefunden. Aus Versehen gefunden. Aber hier ist ja schon Ende! Big Daisy Finale. Muss ich jetzt hier auch die goldene Fahne haben? Okay, jetzt bin ich gespannt, ob gleich in der Anzeige auch gezeigt wird, dass man... Es gibt sogar einen Wundersamen dafür? Es ist ein Dritter! Obwohl der gar nicht angezeigt wird? Ja, aber wir haben gerade vorhin ein Level gemacht, was auch zwei Exits hatte. Und das war, das eine Exit hatte dann, beide Exits hatten auch schon vorher bei der Anzeige gezeigt, dass es verschiedene Samen gibt. Aber es gibt nur eine Fahne. Dafür ist das Secret Exit. Hier fehlt eine Münze. Das Abzeichen, sagt mir das auch, wo Münzen sind oder nur, wo die Samen sind? Okay, der erste war ja direkt hier. So, okay. So, ungefähr ab hier muss er jetzt kommen. Aber den habe ich doch schon gemacht, Chat. Ah, ich habe mich da, glaube ich, gekillt danach, ne? Ich glaube, ich habe mich gekillt oder das Level verlassen. Weil den hatte ich auf jeden Fall schon geholt. Ah! Oder Chat, wir machen den Grind. Ich muss hier ne, die Fahne noch holen? Ne, die Fahne habe ich schon. Aber wieso ist die blau? Wir machen den Grind-Chat im Koop.
Wir machen ihn zusammen. Lass mal, wieso? Man kann das ja im Koop spielen. Mir fehlt hier die goldene Fahne. Da ist jetzt überall hier ein Haken. Geteilter Grind ist doppelter Grind. Nee, geteilter Grind ist halber Grind. So geht der Spruch. Wieso ist der Korb mies scheiße? Oh! Ich dachte, dass ich werde noch drauf treffen. Dann wäre es so geil smooth. Falsche Richtung. Komm zurück. Na, komm zurück. Die Kamera folgt nur einem Spieler. Ist mies scheiße. Ja, ich bin der Streamer. Ihr folgt mir. Hear me out. Das ist dein Marathon. Für die volle Experience musst du auch alles selber erfahren. Pass auf, hear me out, Sekret. Das ist mein Marathon und ich bestimme, wie dieser Marathon verläuft. So. Schlafen gelegt. Okay, habe ich auch schon. Und dann hier ist versteckt. Hier fehlen wieder zwei Münzen. Ich hab den mit meiner Freundin gespielt und fand den absolut ausreichend. Ausreichend klingt aber schon echt traurig. Ich finde, das sollte Sekrets Marathon sein. Warte doch! Hey, warte! So, den zweiten habe ich und der dritte muss dann irgendwo nach dem zweiten kommen. Quick Math, Digga. So, ab jetzt muss ich wieder aufpatzen. Da ist er. Hab ihn. Ich weiß schon, wo das Secret Exit ist. Aber danke, dass du schon vorher sagst. Willst du vielleicht direkt mir einen Guide reinschicken? Ich kann mir jetzt 100 Leben kaufen. Aber brauche ich 100 Leben? Ich bin doch eigentlich viel zu krass, oder? Oh fuck, das wollte ich nicht. Ich wollte erst schauen. Jetzt Multiplayer anmachen und Playmode zeigt mir, wo das ist. Ja. Oh, was? Da ist ja gar kein Haken, obwohl ich alles gesetzt habe. Was könnte da wohl... Oh, Secret Exit bestimmt. Chat, lasst uns reingehen und das Secret Exit suchen.
Ja, yeah, so für später, wenn wir so diese Special-Welt spielen, da denke ich mal, werde ich mir vielleicht ein paar Leben gönnen, ne? Okay, also meine Idee ist, das Secret Exit ist am Ende, wo diese ganz vielen Steineblöcke sind. Ich muss dann wahrscheinlich eine Schnecke oder so mitnehmen. Am Ende. Wer möchte meine Schnecke sein? Bin hier! Ja, wo schnappen wir uns eine Schnecke? Die? Ne? Das wäre die letzte Schnecke gewesen. Die große Schnecke wäre wahrscheinlich auch richtig gut, ne? Die ballert dann richtig viel weg. Secret in einem Mario Game? Wie verstörend, ja. Das war irgendwie knapp gerade. Scheiße, ich muss weiter vorne sein. Damit ich die Schnecke mitnehmen kann! Wow, wow, wow! Was ey, wow! What's going on? Okay, das ist ein schwieriges Exit. Ich darf, glaube ich, auch nicht zu früh eine Schnecke nehmen. Weil dann verlässt die Schnecke ja ihr klettert ja die aus ihrem Häuschen raus, während ich sie in der Hand habe. Und dann killt die mich. Mein Herz ist weg. Pilz ist weg. Schade. Nicht zu weit vorne sein. So. Ah! Hey, Cutie Pie. Mein Ballon ist doch hier! Ich hab's nicht bekommen! So, Schnecken Nummer 1. Und jetzt kommt große Schnecke. Nein! Nein, Schnecke! Chat, kann ich ein Elefant die Dinger auch kaputt machen? Und Gospoet, dankeschön für 44 Monate. Sollen wir das vielleicht mit einem Elefanten machen? Meint ihr, das wäre einfacher? Mit Schnecke hat schon Stil, das stimmt. Ich kann ja einen Elefant bis zum Ende des Levels mitnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in einen. Ne, wir merken uns das, Chat. Wir merken uns das. Sobald ich einen Elefant abgespeichert habe, komme wieder.
Okay, nicht? Hier fehlt eine Münze. Nein, wir werden es nicht vergessen. Wir sind ganz viele Gehirne hier. So viele Gehirne können das doch nicht vergessen. Du kannst es. Habe ich denn hier eine Münze vergessen? Okay, die erste habe ich. Die zweite hat ja gefehlt. Oh, ich hab sie. Lolski. Ja, das war hier wieder so eine Aktion, wo ich mir dachte, ja, brauch ich nicht, Digga. Bin ja nur lila Münzen. Was sollten wir nicht vergessen? Perfekt. Perfekt. So viele Gehirne, dass im Marathon ständig falsche Dinge gesagt wurden und du am Ende googeln musstest. Ja, auch das größte Multiversum an Gehirnen kann Fehler machen, denn am Ende des Tages sind wir alle menschlich. Haken. Haken. Kein Haken. Hier fehlt mir eine Fahne und eine Münze. Multiversum also, ja. Du, du, du. Du, du, du. Igitt. Zu viele Gehirne versalzen den Mario Run. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja auch ein Sprichwort. So, eine Münzi. Wo ist die Münzi? Ey! Die wird man ja, I guess, direkt sehen. Da haben wir schon mal einen Elefant. Wir können gleich in das andere Level gehen. Hm. Moment, das war ja wieder die erste. Ja? Wie gewonnen? Da ist die zweite. Ich brauch's hier Elefant sein. Die Elefantenliste wird immer länger. Nee, nee. Hier haben wir direkt Elefant in demselben Level. Das heißt, ich muss hier nicht erstmal in ein anderes Level gehen, Elefant suchen. Ey! Nee, scheiße. So, hier und jetzt aufpassen. Weggeschlängelt, Alter. So. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Zack, zack, zack. Easy. So, und jetzt behalten wir den Rüssel noch bis nach dem Level. Und dann können wir nochmal zu dem anderen Level gehen. Wo wir den Rüssel brauchen. Jetzt beim Boss nicht treffen lassen. Dann behalte ich meinen Rüssel. Oh, hier kriege ich noch einen zweiten Rüssel. Digga, das war 50-50, komm schon. Ja, ich mache jetzt einfach No-Hit.
Ich kann mich da oben nicht festhalten. Daisy so toxic. Der Disrespect, ja. Imagine, du gewinnst das Match und postest am Ende einfach ein Doppelpunkt D. So, ja, kein Elefant für mich. Das geht jetzt schon zur Blüteninsel. Was ist das für ein Scheiß? Wieso gibt's da irgendwas noch zu holen? Habe ich doch gekauft. Muss ich jetzt die Dinger auch alle kaufen? Jedes Power-Up, das du einsammelst, verwandelt sich in die Elefantenform. Wir haben den Cheat gefunden. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob das jetzt markiert wurde, weil ich jetzt dort alles gekauft habe. Aber ich denke mir, ich muss die Shops nicht leer kaufen. Hoffe ich. Wowie Zowie! Junge, wie sie da steht. In dieser Pose, Alter. Nein! Ich habe noch einen Pilz, okay? Der zählt bestimmt auch als Elefant. No! Wowie Zowie! Das Subsiding ist ja mega stark. Ja, an sich schon, aber an sich auch nicht. Weil ich verliere ja einen Doppeljump dadurch. Weil Doppeljump ist schon echt stark. Und dadurch schmeiße ich ja den Doppeljump weg. Ey, ciao. Aber hier fehlen jetzt in dieser Welt noch irgendwie 5 Level. Eröffne ich jetzt mir einen Weg zu einer neuen Welt oder wie? Aber jeder Pilz gibt plus 2 Hits plus einen Angriff. Aber, halt dich fest, was bringen 2 Hits, wenn ich einfach runterfalle und sterbe? Genau, gar nichts. Elastis im Zwielichtwald. Ich bin immer auf irgendwas gegangen, was einen steuerungstechnisch keinen Vorteil gegeben hatte. Wieso das denn? Du kannst Doppelsprung spielen. Da oben ist was. Hab doch ein bisschen Vertrauen in dich selbst. Ja, ich muss aber auch sagen, auch wenn ich jetzt in mich vertraue, kommt er wieder? Auch wenn ich Vertrauen in mich selbst habe. Und wie war dein Tag so? Hat die Schnauze. So fragt er mich das. Auch wenn ich selbst in mich Vertrauen habe,
Habe ich vergessen, was ich sagen wollte? Scheiße. Ich muss hier was gegenschießen. Oder kann ich da auch gegenschlagen? Okay. Wundersamen, wo bist du? Oh, der hat den Wundersamen. Kann ich aber wegtreten? So. Weg mit ihm! Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir passiert? Ich kann keinen Elefant nehmen. Sterben in einem Kinderspiel, Opfer. Die letzte Münze fehlt noch. Hier war ein Elefant drin. Stark. Wowie, wowie. Her mit den Moneten. Moment, ich kann den Baum hier... Scheiße. Da ist bestimmt der... Nee, den habe ich gerade schon runtergehauen. Ich wollte sagen, da ist bestimmt die lila Monete drin. Du bist ja geschrumpft. Oh Mann, ey. Ey! Ich vergesse, dass ich... Wenn ich so ein langer Lulatsch bin, vergesse ich, dass ich halt nicht einen Doppelsprung habe. Und ich rechne damit, dass ich jetzt einen Doppelsprung mache. Jetzt habe ich zweimal denselben Fehler hintereinander gemacht. Genau deshalb benutze ich das nie. Ja, aber das ist ja dumm. Benutzt du jetzt bei Dark Souls keine Estus, weil die können ja theoretisch im Kampf ausgehen? Überhaupt nicht jeden Tag. Mir fehlt eine Münze. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Vielleicht geht die Münze nur, wenn ich nicht den Wundersamen genommen habe. Ah, da ist er. Ne, das war er nicht. Scheiße. Kekskuchen spielt Minecraft auf der Switch. Lol, was ist denn mit dem falsch? Dieses Spiel. Ob ich auch mal so groß werde? Erinnert sich denn überhaupt irgendwas? Da unten ist die, ich habe sie entdeckt mit meinen bloßen Augen. Weißt du, wieso er gerade auf der Switch die Bedrock-Version spielt? Weil er vermutlich Minecraft gerade in seinem Bett rockt. Was ist denn mit dir passiert? Der war gut, oder? Weil Switch spielt man ja dann immer so Handheld, irgendwie im Bett oder so, ne? Zehn von zehn, ist schon, war schon guter. Könnt ihr wieder zurückkommen? Ich hoffe... Nee, ich habe hier gar keine goldene. Ich muss ja die goldene hier noch sammeln. Ich habe den Samen nicht gefunden. Als lange Daisy. Moment mal. Wer hat den Samen geklaut?
Hä? Hat er eine Schnauze, Mann? Wieso fragt er mich das? Voll triggernd. Was, wenn mein Tag scheiße war? Miyamoto schon mal dran darüber nachgedacht? So, wo ist der Samen? Was ist denn mit dir? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn mit dir passiert? Diese scheiß Blume, ey. Ich lieb sie. Mhm. Oh Mann, immer denselben Fehler mache ich. Jedes Mal. Drei Leben noch. Wer ist Ado? Yeet-Konzert. J-Pop-Dings? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung von J-Pop. Oh, war der Poppy gestern auch? Sie meinte, sie war auf einem Konzert. Und dann habe ich gesagt, bestimmt so Korea-Musik? K-Pop-Musik? Ja, oh. Habt ihr euch dort getroffen? Seid ihr jetzt beste Freunde geworden? Warte, wo ist der Samen? Wo ist der Samen? Eben war er doch noch hier. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Und hier ist schon Ende. Hä? Das sieht man auch nicht jeden Tag. Ich glaube, das sieht man nicht jeden Tag. Ist der Samen in so einem Baum versteckt und ich muss mich so ducken? Was ist denn mit dir passiert? Irgendwann hast du es. Hey, ist das so obvious? Bin ich dumm? Was ist denn mit dir passiert? Du bist ja geschrumpft. Ist das so obvious? Stell ich mich gerade so extrem dumm an? Da ist er. Okay, dann habe ich den Hint richtig gelesen. Game gelesen einfach. Das ist keine goldene Fahne! Hä? Wurde die nicht golden? Ich war doch oben. Doch, ist golden. Okay, weil es sah halt nicht so golden aus. Sah halt so daisy-gelb aus. Mit Rolfis durch die Lüfte. Drei Sterne. Boah, wenn es hier schon in dieser ersten Welt so viel noch nachzuholen gibt. Leute, wir sind noch in 3 Monaten in diesem Spiel. Hier ist einer, oder? Keine Münze hier? Okay.
Oh mein Gott, was machen die mit mir? Hey, der Unechte, was geht ab? Dankeschön für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Wo sind die Münzen? Das ist doch nicht die erste, oder? Das ist die erste. Okay. Schade. Jawollo! Jo, ciao, Drifty. Ich hab ihn einfach Drifty genannt. Junge. Bum, 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 bum. Ah, bitte, bitte. Kann ich was mit der Snagge anfangen? Okay, da kann man rein. Aha, Secret gefunden. Secret Exit? Nee, nur Mütze. Spring mal als Elefant tiefer? Nö, ich glaube nicht. Oder? Und Dave Sirius. Dankeschön für 15 Monate und hi. Vielleicht sieht das nur so aus, weil halt größer ist und dementsprechend sieht es niedriger aus. Ja, den Wundersamen habe ich jetzt nicht gefunden. Oder er ist hier oben. Hä? Secret Exit? Junge, jetzt hat hier AI einfach... das Level, was man nur findet, wenn man an ein Secret Exit geht, hat jetzt ein Secret Exit oder so. Ah! Ich bin im Space. Boing, boing. Hey. Daisy gerade wirklich mega auf einem Trip, ne? Alter, das Ralfi Sternbild. Gib die Moneten! Ach, da sind die Moneten. Tschüssi! Ich falle! Cool. Ich hatte den Effekt, diesen Space-Effekt, das erste Mal eigentlich gerade beim Endboss gesehen. Ne? Man hätte ihn hier schon zum ersten Mal eigentlich sehen können. Oh mein Gott. Okay. DMT ist eine heftige Droge. Ihr endet dann wie Daisy. Was ist DMT? Ich kenne nur DMX. Mit Rolfis durch die Lüfte. Okay. Devil May Try. Devil May Trance. Ist einfach Devil May Cry, aber alles so mit Trance-Musik. Okay, Abzeichentest. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft... Ui... Stark. Stark.
Jawollo. DMT ist so eine der, wenn nicht sogar die stärkste halluzinogene Droge der Welt. Hat die Tomatolix schon probiert? Devil May Trance, einfach. Dante ist trans, einfach. Hat er echt? Hab ich das eigentlich gesehen? Und hier geht's dann in die Spezialwelt. Röhrenfels, Röhrenfelsen, Röhrenfelsen Spezial, Rolfis am Pixberg. Pixberg, Pick, 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 Pixberg. Okay, habe ich jetzt die erste Welt komplett durch? Haben wir es geschafft? Ist das die 100%? Können wir jetzt in das allerletzte Level gehen? Da ist ein Haken. 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 Da ist. Da ist ein Haken. 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 Noch eins! Da ist ein Haken, da ist ein Haken, da ist ein Haken. Da ist ein Haken, da ist ein Haken. Gibt's da einfach Level, die ich nie gemacht habe? Bin ich da nie reingelaufen? Habe ich da einfach Level stehen gelassen? Oh, hier war ich nie drin. Lolski. Kampfparty. Lol. Ach scheiße, das muss ich jetzt auch auf 100... Das muss ich ja jetzt super schnell machen, ne? Wenn ich alle Münzen hier haben will. Bleib doch oben. Ja, das ist arschlangsam. Die Route war, glaube ich, nicht so gut. Mit welchem Power habt ihr immer die Kampfpartys gemacht, Chat? Ja, vorbei, oder? Mit Elefant auch? Zoe! Geh doch nicht dahin. Ich hätte ihn mit dem Panzer abschießen sollen. Kommt noch einer. Ich hab den nicht! Mit Feuerblume. Feuerblume ist mehr Ranged, ne? Was mach ich? gibt's hier jedes Power-Up? Nee, gibt es hier irgendwie, dass alles auf dem Screen One-Hit stirbt? Nee, ne? Da komme ich nicht lang. Oh, ich wäre Elefant halt besser, ne? Ja, war schneller, oder?
18 Sekunden. Ich glaube, bei dem anderen habe ich 22 gebraucht oder so. Wobei, jetzt gehe ich auch mit 22 rein. War ungefähr, glaube ich, gleich scheiße. Das war mal einiges schneller auf jeden Fall. Das war Weltrekordniveau. Scheiße, meine Blume ist weg. Ist der eine jetzt nicht runtergefallen ganz hinten? Der ist einfach neu gespawnt. Die Sau. Der ist einfach neu gespawnt. Kedos, die Legende himself, Alter. Dankeschön. Nimm doch! Ach so. Was ist das hinter dir? Was ist hinter mir? Tageslicht, oh. Greenscreen. Alles Greenscreen. Spike-Versteck im Senkröhrental. Bei den Dingern nutzt Blume eh nicht viel. Ja, das stimmt. Das war nicht so schlimm, dass ich getroffen wurde. Und ich hatte eh eine zweite Blume. Aber ich glaube, man kann die auch mit Blumen töten, wenn man ganz oft drauf schießt. Aber dauert wahrscheinlich dann länger, ne? Oh mein Gott. Ja, let's go, ne? Also, wo sind wir die Münzen? Wo sind die? Wo ist alles? Okay, die eine Röhre ist nicht verdeckt. Da kann man bestimmt rein, oder? Die geht nach unten. Oh, das ist so ein Level, wo ich eine Röhre bestimmt schieben kann. Was für ein Wurf! Ich bin heute ziemlich gut. Was für eine 4 von 10! Ich habe mich heute nicht so schlecht angestellt. Da oben kann man lang. Da kommt eine Röhre raus. Lol. Ich wünschte, ich könnte mich in einer Senkröhre verstecken. Verstehe ich nicht. Hier kann man nicht rein. 5 ist der Average. Also bist du etwas schlechter als Average. Ich bin above Average. Ich selber würde mich bei einer 6,8 einschätzen heute. Höchstens 6. Nein! Okay, 6,5. Das nenne ich Musik. Das nenne ich Musik. Da kann man hoch. Ne? Da kann man hoch. Aber nicht der Wundersamen. Die Röhre kann man schieben. Nein. Okay, ich habe alle Münzen, aber wo ist der Wundersamen? Als ob ich jetzt nicht durchkomme. Und jetzt? Da ist doch bestimmt in der Box der Wundersamen drin. Brauche ich einen Elefant oder was? Hey. Hey. Wir sind so schwer, oh, vielleicht. Okay, er macht das kaputt.
Da ist kein Wundersamen drin. Wow, da kam vorher aber keiner raus. Hast du das vorhin gesehen mit im Schloss mit dem Elefanten? Was meinst du? Ja, das ist halt ein kleiner Fehler, der mir passiert ist. Und damit willst du jetzt meine gesamte Tagesleistung runterziehen? Nee, nehme ich nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Wundersamen ist, Leute. Irgendwie habe ich den nicht gefunden. Denk mal, ich sterbe damit. Was ist bestimmt wirklich irgendwo eine Röhre schieben oder so? Diese Röhre kann man schieben. Zack, und jetzt schieben. Ja, ich habe das Abzeichen nicht mitgenommen, weil ich dachte, ich finde das schon so. Was nenne ich Musik? Was nenne ich Musik? Ja, vielleicht schließen wir das Level ab und dann gehen wir nochmal mit dem anderen Abzeichen rein oder so. Ja, gehen wir nochmal rein, ne? Bisschen Risiko in den ganzen Weg runter. Wenn du stirbst, Huni auf dem Nacken. Zu spät. Scheiße. 100 Euro verloren. Hier. Nein! Ich hasse Speichern. Da. Erspüre wichtige Items in der Nähe. Etwa Wunderblumen. Ah, 10er-Münzen werden auch aufgedeckt. Okay, nice. Das hatte ich ja, glaube ich, vorhin gefragt, aber dann entweder ist niemand drauf eingegangen oder ich habe es überlesen. Okay, was macht dieses Gerät? Wie gibt es mir ein Zeichen? Da. Was sendet ihr eine Mail? Ja, aber das ist okay. Er zeigt auch die Sachen, die ich schon geschafft habe. Zeigt er mir an. Aber ich denke mal, er zeigt mir das hier an, ne? Okay. Gut zu wissen. Jo, den haben wir auch. Hier wird was angezeigt. Das ist nicht das da unten gemeint. Ach, die Zähne, okay. Aber den Powerblock habe ich doch schon geholt. Und da war doch nichts drin. Hey, wir sind zu schwer für das Ding. Hey, wir sind zu schwer für das Ding. Es ist wirklich da unten. Es ist wirklich da unten. Wow. Ich hab mich nicht getraut. Was ist das? Was sind diese Töne, die meine Ohren vernehmen, Mann? Was für ein Beat!
Ja, das wäre ein Huni gewesen, ne? Los geht's! Wowie zowie! Achso, ich muss noch laufen. Ja, war ein bisschen awkward. Wowie, zowie! Aber jetzt habe ich doch die erste Welt abgeschlossen, oder? Nee, ein Level muss ich noch, ne? Dann habe ich, glaube ich, wirklich die 100% im ersten Level. In der ersten Welt. Boah, Leute, ich weiß nicht, ob wir die 100% machen. weiß nicht, ob es die Blume auf Finnisch gibt. Aber Deutsch, beste Sprache. Deutsch ist am besten, weil ab und zu die Blume Hurensohn sagt. Das ist nice. Er schiebt die einfach. Okay, es macht bieb, bieb, bieb. Es macht bieb, bieb, bieb. Okay, so. Ja, noch habe ich ja Lust, aber so wie ich mich kenne, wenn wir dann irgendwie in der vierten Welt sind oder so, oder in der vierten Welt sind oder so, da werde ich mir denken, wieso habe ich das getan? Jetzt kann ich nicht mehr aufhören, jetzt bin ich schon in der vierten Welt. Jetzt muss ich durchziehen. Ah, die kann ich schieben, oder? Dann hör jetzt auf, aber mir macht es ja Spaß. Wieso soll ich aufhören, wenn es mir Spaß macht? Aber man hört dann auf, wenn es am besten ist, ne, sagt man doch. Nee, ich weiß noch nicht, welcher nächste Marathon sein wird. Lass dich überraschen. Blululup. Okay, hier ist was. Kann ich schieben, ne? Wir schieben erst den hier. Schieberätsel. Bibis Beauty Palace Marathon. Sind das viele Videos? Hat die überhaupt ihre Videos noch online? Aber klingt an sich ganz cool. Wurm, warte auf mich. Weiter so! Immer weiter, Feuerleiter! Alle Videos bingen, ja. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt Videos sagen dazu kann. Das sind Meisterwerke. War das alles nur ein Traum? Hä? Scheiße. Warte, ich komme noch so hoch. Als ob ich da jetzt nicht hochkomme. Ich glaube wirklich, Elefant springt nicht hoch genug. Ich glaube, Elefant springt niedriger. Ich hasse das Aussehen von dem Elefant mit dem Wasser im Rüssel. Okay. Hast es da schon ein bisschen übertrieben. Was der Freedom Squad von Paluten?
Du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelswiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du... Wow, noch mehr Münzen. Leute, wir haben's. Da oben ist ein Haken! Und wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Schauen wir uns mal die nächste Welt an. Ach, die Blüteninsel, das wäre ja noch, das ist ja die siebte Welt quasi. Was für Wigglerrennen, Alter. Ich glaube, Gaggy packt das gesundheitlich nicht. Actually sind hier nur zwei Level, die mir fehlen. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich dachte mir ja gerade, eigentlich sieht das ganz gut aus. Boah, das ist eine... Boah! Das ist eine große Welt. Die fehlt noch sau viel. Nein, tut es nicht! Ich hab so... 70%? Alles nur, weil ihr gelogen habt. Ihr seid schuld. Guck mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nee, der zählt nicht. 16, 17, 18, 19, 19 Level. 19 Level. Und davon, wie viel muss ich nochmal rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Ey, die Blüteninsel ist aber auch groß, okay? Hier, das ist ja die richtige zweite Welt hier. Hier, die hier. Hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Wie viel muss ich rein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Zieh den neuen. Das ist nur die Blüteninsel, die ist so krass. Was für fast die Hälfte. Bock, eine Runde zu schwimmen? Imagine, alles direkt einzusammeln. Hallo, 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 hallo! Es wurde gesagt. Es wurde gesagt, ich brauche nicht die lila Münzen. Deshalb habe ich auch die meisten lila Münzen nicht eingesammelt. Es wurde nicht gesagt, dass ich die Fahnen brauche. Also habe ich die meisten Fahnen nicht eingesammelt. Also habe ich mich natürlich nur auf die Samen konzentriert. Kann ich da rein? Ich muss da irgendwie rein. Direkte Samen drin oder so. Mit Feuer? Feuer reinschießen? Oder ich kann die Röhre irgendwo deaktivieren. Zu deiner Verteidigung hätte ich vor Wanda auch jedes einzelne Mario gespielt, wäre ich in Wanda auch nicht mehr so ambitioniert gewesen. Ich habe ja nicht so viele davon auf 100% gespielt. Deshalb an sich ist das ja okay. Wie schmeckt eigentlich Meerwasser? Wie schmeckt eigentlich Menschenfleisch? Salzig. Okay, hier ist was. Elefant. Ich komme nicht mehr nach unten, ne? Fecomat 3000. Oh, hier komme ich nach unten. Angeblich sollen Menschen wie Schweine schmecken. Angeblich. Hä? Cutie Pie einfach in so einem Club, so einem Kult unterwegs, wo sie Menschen fressen. Aha. Aha. Ich hab's gefunden. Aha. Also ich hab mal gehört, ein Mensch soll so wie Schwein schmecken, nur ein bisschen süßlicher. Also ich hab gehört, Menschen essen das gerne als Steaks. Habe ich nur so gehört. Du bist auf der Liste, Cutie Pie! Da unten war was. Achso, das ist die Münze.
Oh! Auf welcher? FBI. Aber mir fehlt immer noch die lila Münze, ne? Du bist der Klatschnass? Oh, Junge. Weil hier ist jetzt Ende, ne? Goldene Fahne? Hab ich schon. Hip, hip. Das Essen von Menschenfleisch an sich ist auch nicht illegal, nur das damit verbundene Töten von Menschen. Seid ihr zufällig hier? Kennt ihr euch zufällig? Privat? Misty? Cutie Pie? Komm langsam Angst vom Chat. Wieso piept das hier? Das ist wahrscheinlich wegen der ersten Münze. Irgendwie bin ich das schon mal rein gewesen, wegen der ersten Münze. Seit wann mit Bart? 5 Jahren oder so? Da unten ist es auch nicht. Da unten war es auch nicht. Oder? Das könnte eigentlich passen, dass es da unten ist. Hast du diese Frau? Du spielst das Spiel immer noch. Hä, wieso nicht? Minecraft kommt erst so gegen 7:30. 7:30. Wie schmeckt eigentlich Meereswasser? Ja, jetzt versuchst du dich rauszureden, ne, Draghi? Sag doch einfach direkt, dass du Mario Bros. Wonder hast. Mach dich hier zum Boomer von den ganzen Mario Bros. Elite-Fans. Wie schmeckt eigentlich Meerwasser? Ich lese den YouTube-Chat auch, ja. Aber nicht so aktiv wie Twitch. Weil ich will euch ein bisschen ärgern. Nein, aber dafür muss ich halt sehr weit nach links gucken. Um den anderen Chat zu sehen. Und dann übersehe ich das manchmal. Wie zum Beispiel deine Nachricht jetzt, die du vor 8 Minuten geschrieben hast. Bist bestimmt nicht mal mehr da. Um zu merken, dass ich dir geantwortet habe. Vogelarmee kommt. Oh, was? Da kann man... Ich dachte, das ist eine Felswand. Lol. Ja, auf YouTube sind halt nicht so viele Leute live und die meisten sind auch eher am Lurken dort. Weshalb dort eine Nachricht auch irgendwie, keine Ahnung, jede halbe Stunde eine Nachricht kommt oder so. Dementsprechend gucke ich ja jetzt nicht die ganze Zeit aktiv da drauf, wie zum Beispiel jetzt in den Twitch-Chat, wo hier
die ganze Zeit geschrieben wird, ne? Und dann übersehe ich das manchmal. Tod, Vernichtung. Und ja, das kommt noch dazu, das ist recht ungewohnt, zwei Chats zu lesen. Das ist was Neues für mich. Der ist gemeint auf jeden Fall, ich kann irgendwie in meinem OBS das einblenden, dass beide Chats zu sehen sind. Muss ich noch gucken, wie das geht. Für den Algorithmus! So ein Chat-Merger, Chatty oder so. Nee, Chatty, Chattison hat das nicht. Aber irgendwas anderes. Und ich will nicht noch eine weitere App oder so haben, sondern ich will das alles in einem Programm haben. Und das gibt es auf jeden Fall. Laut Dashke. So, Leute, das waren zwei Level von 15. Hier fehlt uns nur eine Münze. Die letzte. Stört mich ein bisschen, dass man dass dieses Gerät sich auch meldet bei Dingen, die man schon bereits eingesammelt hat. Das stört mich ein bisschen. Finde ich unnötig, braucht man nicht. Wieso sollte es sich da auch melden, wenn man es eh schon gesammelt hat? Boo, boo, boo. Boo, boo, boo. Ja, hallo. So, jetzt könnte theoretisch langsam aber sicher die Münze kommen. Wow, getroffen, lol. Ja, wie komme ich da oben an die Blume ran? Die könnte vielleicht irgendwas triggern. Aber das wäre bestimmt die zweite Münze oder die... Guck mal, da ist auch was drin. Wie kommt man da rein? Oder das ist nur Deko? Scheiße. Das wollte ich nicht. Ja, jetzt fliege ich wahrscheinlich straight up zum Finale. Ach, mit der Seifenblase. Das ist ein Seifenblasen-Level. Oh. Kann mich jemand töten? Kann mich bitte jemand töten? Hier piept's. Ach, es piept wahrscheinlich wegen der Rübe oben. Kann mich jemand töten? Bitte, irgendjemand. Danke! Na, ihr kleinen Seifenblasen! Was geht ab, Grau? Fuck, ich bin schon klein. Ich dachte, ich starte jetzt groß. Weil jetzt kommt hier nur ein Pilz wieder raus. Hier wird wahrscheinlich eine Seifenblase rauskommen. Tja. Dann kann ich das jetzt in diesem Durchlauf nicht lösen. Boah, bitte! Töte dich und nimm die Medaille, durch die du groß startest. So eine Medaille gibt's? Kann ich einfach Medaillen on the fly wechseln, oder was? Stimmt, man kann nicht nach jedem Tod wechseln, ne? Wenn ich die überhaupt habe. Drecksgame. Wieso konnte ich nicht wechseln? Hey, pass doch auf.
Du warst im Wechselmenü. Ja, und dann habe ich keine bekommen. Hier. Das ist es, das brauchen wir. Hab's! Und jetzt nur nicht unterwegs verlieren. Wäre sehr schmerzhaft. Da ist sie! Ich hab sie! Gut gespielt, Miyamoto! Aber nicht mit mir. Wir jemals erfahren werden, was damals bei ihm in der Schule passiert ist? Diese scheiße Schulstory. Neues Comedy hoch. Gleich Game Over, genau. Und deshalb gehen wir jetzt mies shoppen. Damit das nicht passiert. Ich habe mich gefühlt, wie wenn ich das erste Mal betrunken war. In dem Level hier? Oder bist du noch beim Menschenfleisch-Thema? Eine Rübe, eine Münze! Gibt es den Shop in der Nähe? Bei meiner scheiß Schulstory. Ah. Auf einmal ist sie scheiße. Ich dachte, die war voll gut. Hey, es gibt. Oder in Welt 1 farmen. Nee, ich hab doch Münzen. Ich brauche die Münzen sonst für gar nichts. Bade! Welches Level war das jetzt? Das war's. Die Geschichte mit dem Okkultismusunterricht an seiner Schule und dass seine Mom-Religion Mane gekillt hat und nicht wollte, dass Keggy damit in Berührung kommt und der besser den Schulhof säubern soll. Diese Story? Was für Okkultismus im Unterricht? Okay, ist ein Elefant-Level. Wir müssen das ganze Level über Elefant behalten. Man sagt, dass der Ozean nach Meerwasser schmeckt. Da ist sie. Wie komme ich denn da rein? Von unten. Ah, das war hier der Spaß. Ich erinnere mich. Wie kämpft man gegen eine Strömung an? Ah. So. Ich wollte eigentlich den Panzer da reinwerfen. Was? Was? Macht richtig viel Spaß. Ja, ich habe einfach an Mario 64 gedacht und ich dachte mir, vielleicht geht das ja auch so, dass man da schwimmen kann. Wo ist die Rübe? Wo ist sie doch nur hin? Hier ist sie. Nein.
Als ob der mich noch trifft. Illegal. Hier ist die Rübe. Hab sie. Oh, da ist die Rübe. Da unten muss ich lang. Nee, schade. Noch eine Fahne? Hier. Das habe ich übersehen? Wie habe ich das denn übersehen? Lol. Yikes. Ich habe wirklich diese ganzen Fliegelevel habe ich irgendwie alle komplett übersehen, ne? Bzz. Stern. Stern. Saubere Arbeit. Sterni. Sterni! Boah, das war knapp. Übersehen? Ja, keine Ahnung. Wieso habe ich es dann nicht mitgenommen? Donnerwetter! Nordic Wolf, Dankeschön für 16 Monate. Dankeschön. Oh, Level ist noch gar nicht zu Ende. Immer wenn ich so eine Rübe einsammle, denke ich immer, das ist jetzt zu Ende. Der Mönch sollte nicht fliegen, schließlich hat er keine Flügel. Genau deshalb. Genau deshalb ist dieses Spiel auch eine drogenverherrlichende Scheiße. Miyamoto möchte seine Junkie-Leben hier in diesem Kinderspiel ausleben. Unverantwortlich. Hier fehlt mir nur eine Münze. Die Legalisierung. Nieder mit der Legalisierung. Ich dachte, ich kann auch richtig skillig durchrennen. Bremse! Bremse! Miyamoto will nicht, dass ich durchrenne und Spaß habe. Ich muss stehen bleiben. Da unten ist es. Ich passe da nicht rein. Wieso ist da eine Röhre? Du mieses Kind! Wieso ist da... Ach, das ist ein Bohrer-Level. Das ist ein Bori. Da ist der Bori. Mieses Kind, ja. Aber hier ist es auch nicht. Junge. Junge.
Nee, nee, ist schon richtig. Man muss Dena groß schreiben. Da oben ist irgendwas. Achso, der muss mich nach oben jieten. Nein, nein, nein! Okay. Oder so. Ja, ich dachte, das Ding quetscht mich da jetzt ein und dann ist der Insta-Death, wenn du eingequetscht wirst. Da haben wir sie. Ja, ich darf eigentlich in die Level nicht als kleine Daisy reingehen, ne? Ich muss immer als mittelgroße Daisy rein. Wegen den Power-Ups, weil viele Level sind ja darauf getrimmt, dass du Power-Ups hast für die Münzen und so. Und wenn ich dann als Mini-Daisy reingehe, dann kriege ich halt nur scheiß Pilze, ne? Level beendet. Seht ihr, Chat, wie schnell das hier geht? Zack, zack, zack. Einer nach dem anderen. Boom, boom, boom. Ohne Probleme rase ich hier durch wie der rasende Raser. Hier fehlt auch noch eine Münze. Sonic quasi. Nur in Gelb. Gesaved. Weiter so. Ich muss dann ein Ding da unten ziehen, ne? Ja, okay. Okay, das nur die Blume nicht nehmen! Mir fehlt die letzte Münze, ne? Das ist die zweite. Hier muss ich stehen bleiben, okay? Leonie, dankeschön für den Gifted Sub. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine neue Spezies entdeckt. Ja, eine neue Spezies entdeckt. Okay, da oben ist was. Hier ist es, ne? Hier war ich nicht. Der Miese! Er
Es ist weg! Was war das denn? Du Opfer, du. Wen nimmst du hier Opfer, du Opfer? Der tat weh. Lieber Opfer als Täter. Ach so. Oh, wieso springe ich nicht? Irgendwie habe ich gedrückt, aber es passierte nichts. Auch bei einem Mord. Chat, was wäre dir lieber, ein Mörder oder ein Toter? Sollen wir einen Poll machen? Hab's. Gibt es eine dritte Option? Nee. Das ist ja das Dilemma. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet Mörder sein, dann melde ich euch direkt. Ich screenshotte den Chat und schicke ihn an die Polizei. Dann halte ich mein Maul. Aha. Cutie Pie klang vorhin so, als würde sie Menschen essen. Jetzt enthält sie sich bei dieser Frage. Okay. Ihr könnt euch nur das selbst denken, was da passiert gerade, Chat. Ich werde mich da nicht dazu weiter äußern. Nicht, dass ich demnächst bei Cutie Pie auf dem Teller liege. Da ist ja einfach eine Münze am Anfang. Wieso habe ich die nicht mitgenommen, Leute? Ach so, man muss hier dann so zurücklaufen. Man muss das Level rückwärts spielen, ne? Oh, da hinten ist ja jemand. Und so fleißig. Okay, den habe ich. Hier ist was? Wahrscheinlich die Rübe, oder? Nee. Eine Röhri. Okay, das ist für später, ne? Das ist für jetzt. Los, was los? Scheiße, da ist noch was. Oh no! Was haben Sie sich bei der Blumenpflanze gedacht? Hä? Die Pflanze ist super. Das war ein sehr guter Versuch. Ich hab mir den Chat geguckt. Ne, wirklich? Oh, da hinten ist doch jemand. Ja, und so fleißig. Ich bin halt Streamer, okay?
Dann guckt man ab und zu mal in den Chat. Okay. Dann fehlt mir noch eine Münze. Die ist hier drin? Nee. Sweetie! Oh, da blinkt's. Oh, ist das da unten? Nee, aber das ist eine Rübe, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, eine Rübe. Rüber. Oh, sie aktiviert sich automatisch. Warte. Wo ist meine Münze? Scheiße. Verdammte. Ne, ich habe nur Münzen darüber geschickt nach hinten. Ah, war das smart, in den Hintergrund zu gehen? Yo, okay, chill. Er schießt einfach direkt. Ich dachte eigentlich, du wechselst dann zu Minecraft, um noch was zu machen, um dieses Event mitzumachen. Ja, machen wir doch. Habe ich gesagt nein? Machen wir doch. Ich glaube, ich muss hier sogar vielleicht den Stern mitnehmen, oder? Nee, geht auch. Wir haben schon 18:30 Uhr. Dann sind wir schon mal mindestens zwei Leute, die die Uhr lesen können. Was möchtest du mir damit sagen? Der Regen fühlt sich gut an. Der Regen fühlt sich ziemlich nass an. Wo ist meine Münze? Der Regen fühlt sich da unten, gut an. Ne? Fuck, ich hab ihn nicht als Gegner wahrgenommen. Vielleicht muss ich wirklich den Shit mitnehmen. Ja, aber er läuft ja auch noch hier lang. Aber so komme ich nicht in den Hintergrund. Ich muss die Rübe nehmen, damit ich in den Hintergrund gehen kann, ne? Eigentlich das Minecraft-Projekt ins Leben gerufen. Die Buben, die sogenannten. Die Buben, da steht, jeder Buchstabe steht für einen Namen aus der Gruppe. Also B steht für Boggy, Mythos of Boggy. U steht für Ultime Games. Das zweite B steht für Bave. Ach so. Warte. E steht für Eleshware. Und N steht für... Ja, ist ein Scheiß-Joke. Ich hör schon auf. Hm.
Okay, ich muss hier sogar in den Hintergrund gehen, um das abzuschließen. Comedy Gold. Feuer. Feuer besiegt Eis. Eis verliert gegen Feuer. Oh no, da oben. Ich hätte ihn noch bestimmt hier mitnehmen müssen. Nee, aber es leuchtet nicht blau. Da ist nichts. Es ist hier noch was? Ah, da unten links. Wow. Gut versteckt, Miyamoto. Aber nicht gut genug. So, wir sind fast fertig mit der Blüteninsel, ne? Hier fehlt mir auch nur eine Münze. Ja, Mann, es sind immer die Münzen meistens, ne? Weil ich hab die auch keinen, ich hab die nicht als wichtig angesehen. Ah, Mann. In die meisten Level muss ich nur wegen Münzen rein. Nee, ich war noch nicht in der Spezialwelt. Das ist ein Block! No! Ja, ich musste nicht den folgen, sondern ich hätte den kurzen Weg suchen müssen, ne? Nicht dem Weg der Blume folgen, weil die sind langsam, die Blumen, die nehmen einen Scheißweg. Du musst halt immer die Kurve ganz nah an der Ecke, also innen, du musst die Kurve immer innen nehmen. Und bei Abkürzung mal Pilz behalten. Dann klappt das.
Buh! So, hier haben wir auch nur eine Münze schon wieder, ne? Genau, wie beim Autofahren, genau, genau. Wieso bin ich... Achso, das ist wieder ein Delfin-Kick-Level. Ist wieder ein Rennen? Ist wieder ein Rennen, ne? Nee, ist kein Rennen. Wo habe ich ihn dann hier liegen gelassen? Ja, den habe ich auch schon. Ah! Finger eingequetscht. Die war so klein, sie hätte da easy durchgepasst. Nee, hier ist ja schon Ende. Du schwimmst! Toll! Wo haben die ihn versteckt? Ich kann nicht wieder zurück! Münzen sind so der Mortal Enemy. Das ganze Game ist ein Mortal Enemy. Der muss irgendwo hier sein. Hier vielleicht? Ja, hier so. Hab ihn! Du klingt geil! Miyamoto, der wahre Gegner. Okay, ich hab die goldene Fahne. Ich wollte kurz anfangen zu weinen, aber ich hab schon die goldene Fahne. Ich hab gerade A-Team im Hintergrund laufen und wollte schon hier im Chat posten. Was? Dass du gerade A-Team schaust? Hey, Blindpirat, was geht ab? Die Blume ist auch echt nervig. Nee, die ist super. Die Blume ist cool. Wir mögen die Blume! Boss-Level. Münze und... Goldene Fahne fehlt mir da. Was nervig ist, sind die lila Münzen. Die sind nervig. Oder was heißt nervig? Die sind okay. Aber derjenige, der entschieden hat, dass man die sammeln muss, um das super coole Level freizuschalten, der ist nervig. Das habe ich schon so ein Kika-Zuschauer. Wo ist die erste Münze? Ach so. Hier ist die erste.
Jetzt müsste meine kommen, langsam. Da unten nicht, ne? Hier drin? Hier drin, okay, die habe ich übersehen. Gibst du, du hast letztens Schloss Einstein gewinnt. Ich glaube, ich habe keine einzige Folge in meinem Leben gesehen. War das die Serie mit dem Victor als Bösewicht? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du wärst so ein Einstein-Fan. Einstein vor allem. Hast du diese Einstein-Fans? Ja, wohin sollte ich überhaupt diese Niederdruckkammern? Mein Gott, lass mich doch aus der Wolke raus. Wie lange zieht sich dieses Level gerade? War das beim ersten Mal auch so lang? Das ist schon länger geworden, oder? So ein Level, je später du das machst, desto länger wird es. Ach, Miyamoto hat's gepatcht. Ich war ein großer Fan von der Folge E gleich MC Quadrat. Danach ging es bach runter. Es ist auch das Einzige, was ich immer höre, wenn Leute über Einstein reden. Das ist die einzige Folge, die Leute kennen. Und das Opening. Das Opening kennen auch noch alle Leute. Sing mal. Einstein! Einstein ist so schlau. Einstein, Einstein, jeder liebt Einstein. Wo ist meine goldene Fahne, Chat? Ach, da gab's gar keine goldene Fahne. Dip, dip, rip, dip, 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 dip. Oh, das ist so ein Dreck. Was darf es sein? Oh, es ist ein Schwimmdreck. Hätte ich mir hier vielleicht den Delfin mitnehmen sollen? Bitte! Dasira! Dasira! Stell dir vor, das Wasser kommt. Das war falsch.
Sieht das gut aus? Nein, er trickst. Ist das gut? 80? 81? 81? Oh, das muss gut sein, oder? Das sieht richtig gut aus. Scheiße, ey. Ja, ich habe ihn sogar bei 80 besiegt, aber das zählt das Finale, wann du da ankommst. Ja, ich hätte Delfin vielleicht mitnehmen sollen. Jetzt habe ich wieder Delfin nicht mitgenommen. War schon viel schneller, glaube ich. Das war schon ein paar Sekunden schneller. Wenn der Rest jetzt so bleibt, habe ich gewonnen. Wieso bist du so? Moment, die Blöcke spawnen ja immer wieder neu, lol. Die spawnen ja wieder neu, das ist ja voll einfach. Ich dachte, da kommt immer nur einer raus. Und ich muss den schlau benutzen. Aber die Panzer hin und her schießen, da kann man, glaube ich, die einfach nur kurz anbouncen. Und dann bringen die sich, glaube ich, gegenseitig um. Das wäre, dann könnte man da noch easy Zeit rausholen. Aber das ja, okay. Dadurch, dass man jetzt die Boxen so spammen kann, dann ist es ja eigentlich voll einfach. Glückwunsch! Wie würde ein komischer blauer Igel nun sagen? It is now! Und der wird danach irgendwas mit Chili Dogs sagen und... Keine Ahnung, ich hatte Sex mit deiner Mom oder so. Den habe ich gar nicht gemacht. Weiß nicht, ob man die Gegner am Ende damit schneller besiegen kann. Mit was? Ach, die Blase. Die Blase ist one-hitted die, oder was? Fuchi!
Das war an zwei, drei Momenten ganz schön knappi. Secret? Ach, das ist ein Shortcut. Okay, das sind die Level, die ich heute gemacht habe, ne? Ja. Und dann sind wir gleich fertig damit. Hier fehlt nur noch eine Münze. Der Wiggler hat dich an einer Stelle gerettet. Nee, das war mein Double Jump. Ich kann nicht auf dem drauf bouncen. Der Double Jump hat mich gerettet. Gamgol, danke schön für 18 Monate. Und hi. Du meinst wahrscheinlich am Ende, ne, mit dieser pinken Lava. Da habe ich mich in letzter Sekunde gerettet. Mit meinem pervers geilen Skill. So, hier fehlt mir eine Münze. Ich brauche hier Kanonen. Sweetie! Elefant ist gut und schön, aber als Elefant wärst du wie ein Held gestorben. Als Elefant wäre ich immer noch in der ersten Welt unterwegs. Aber wie ein Held! Da ist sie. Die habe ich übersehen. Okay. Flo, dankeschön für 8 Monate und hi. Stehen bleiben. Nicht zu weit. Bitte. Ich glaube, ich hätte auf die nächsten Kanonen warten sollen. Ich war zu ungeduldig. Ich habe den Bus verpasst. Scheiße. Müssen wir die Armen töten? Ja, ich muss auf den reiten. Piu, 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 piu. Guck mal, hier den einen. Okay, den anderen töte ich auch. Ich wollte gerade sagen, den einen lasse ich am Leben. Wie sieht's mit der goldenen Fahne hier aus? Habe ich, okay. Geschafft! Ja, die 100%, Leute, machen wir easy. Das wird kein Problem, das machen wir easy. Das wird ganz geil, das wird ganz lustig. Oh ne, Mist, Snoop. Habe ich alles? Hier fehlt mir der Wundersamen. Der wunderbare Wundersamen. Freue mich schon auf das 100% Level. Ja, ich auch. So, wo ist die Wunderrübe? Das Level haben wir schon heute ja mal gemacht. Wollte mir auch Wonder holen, aber war mir total unsicher. Lohnt es sich, weil ich warte gespannt auf der Peach Showtime-Spiel. Ist das nicht schon draußen, das Peach-Spiel? Aber Wonder kann man sich holen, denke ich. So als Mario-Fan macht man da, glaube ich, nichts verkehrt. Das kommt mit Dragon's Dogma raus. Lol. Nein. Nein. Oh nein!
Wo habe ich den Wundersamen übersehen? Vielleicht muss man dann irgendwie so mit so einer Kanone irgendwie so hochspringen. So oder so. Versteht ihr? Keine Ahnung, ob Dragon's Dogma sich lohnt. Ich hab's mir vorbestellt. Ricky sagt es gut. Dashke sagt es gut. Also wird schon gut. Ey, voll in den Arsch. Ich dachte, ich bin da safe. Wonder ist das beste 2D-Mario, finde ich. Ja, es ist das beste 2D-Mario, wenn es kein Super Mario World und SMB 3 geben würde. Wow! Chat gelesen? Diese geilen Noppelraketen, Alter. Was mache ich? LOL. Es ist wohl eine Mischung aus Dark Souls und Baldur's Gate 3. Sag doch einfach, es ist ein RPG. Oh. Einfach ein sickes Action-RPG. Oh. Okay, die Münze. Nein! Ich habe keine Ahnung, wo diese Rübe ist. Wo hat sie Miyamoto versteckt? Da hat sie ihn versteckt! Nein! Als würdest du, also würdest du RPGs kennen, vor denen kein J steht. Ja. Baldur's Gate 3 habe ich gespielt. Ich habe Fallout gespielt. Ich habe Two Worlds gespielt. Ich habe Skyrim gespielt. Ich habe Gothic gespielt. Ich habe Witcher 3 gespielt. Ich habe Cyberpunk gespielt. Bro, drop two worlds. Ja? Leute, es gibt keine Rübe in dem Level. Okay, hier. Kann man da runterfallen? Da kann man runterfallen. Da kann man runterfallen. Ich habe auch beim letzten Mal das gesehen, aber ich habe irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass man da theoretisch runterspringen könnte. Also, dass das ein Hinweis ist quasi, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Jo, was ist das für ein Schiff? Oh, jo, okay. Ich hab Mass Effect gespielt! Junge, ich hab voll viele RPGs gespielt, okay? Du kannst mir nichts! Kein Granny ist ein JRPG. Es geht ja darum, ob ich überhaupt RPGs kenne, die kein J vorne haben. Und Granny ist ein wundervoll. Oh, da bin ich. Wundervolles JRPG.
Wowie, zowie! Das finde ich ist das perfekte Beispiel für das, was ich meinte mit. Mit was ich für eine Kritik an dem Spiel hatte. Dass super viel genau so ist wie das hier. Es sieht halt cool aus, es ist halt voll lustig und so. Aber das war's auch. Es hat irgendwie nicht wirklich irgendeinen spielerischen Mehrwert. Goodbye! Was ist HOL? Ich hab Diablo 4 gespielt! Ist auch ein RPG, oder? Hack'n'Slay-RPG. High on Life, boah, das war so scheiße. Eine Münze fehlt mir hier. Ich esse gerade Nähzeug. Münze am Ende fehlt mir irgendwo. Das ist ein Level, wo man warten muss. Ich hasse warten. Ich will laufen. Weggenudelt. Bin ich schon so weit, dass jetzt die dritte Münze kommt? Okay, das ist die zweite! Das sind keine fliegenden Würstchen. Meinst du, die Raketen sind doch Kugelbillis? So eine Kugelbilli-Schlange. Wowie, wowie, Alter. Okay, hier macht's Piu, Piu, Piu. Ach, das ist deswegen? Man muss hier das Ding mitnehmen, damit es weitergeht. Okay, das heißt, die Münze muss dann irgendwo jetzt in dem Part sein. Einfach nach links gehen? Okay. Wah! Daisy, komm schon, leuchte blau. Daisy, leuchte blau! Daisy leuchtet nicht blau. Da ist es. Ich erinnere mich. Hallo? Ich erinnere mich. Oh, das war's mit Elefant Daisy. Und das ist ja eine Faust.
Aber interessant, dass der Elefantenapfel die Kleidung mitwachsen lässt und mitschrumpft. Es verhält sich also nicht wie die Hulk-Verwandlung bei Bruce Banner. Also beeinflusst der Apfel nicht nur den Körper, sondern die gesamte Materie, die die Person umgibt. Oder ist es wie der bei der Wunderblume nur eine Art Halluzination und die Person bleibt eigentlich klein? Also quasi wie jedes Mario-Upgrade. Da verändern sich, Mario wird klein, dann nimmt er einen Pilz, Mario wird groß. Mario nimmt eine Blume, Mario hat eine andere Haarfarbe. Klamottenfarbe. Mario sammelt einen grünen Pilz, wird zu Luigi. Aber, Blömo, glaub an deinen Traum. Halte fest an deinem Traum. Lass dir nichts von jemandem sagen. Wieso ist da oben kein Haken? Ich habe alles gemacht, was du von mir wolltest, Miyamoto. Hä? Ich habe kein Secret Exit. Ich habe überall einen grünen Haken. Ich habe drauf geachtet. Ich habe überall einen grünen Haken. Hä? Ja, wahrscheinlich kommt das dann später von alleine. Oder, Moment, ich habe das Level einfach nie gemacht. Ich laufe immer da runter. Ich Schlingel. Bin so ein Schlingel, ey. Hab's noch ein bisschen weg. Okay, was haben wir hier? Junge, wer sind die? Bra, was ist das? Die sind ja mega gruselig. Nightmare Fuel. Okay, hier ist was. Ob die Menschen, die würden alles essen. Alles, was in die Quere kommt, essen die. Hier, komm schon. Okay, die kann man so kontrollieren. Kommst du? Kommst du? Hier. Aber die fokussieren sich eher auf die Tomaten als auf mich. Das sind einfach die Gegner von den Gegnern, nicht von mir. Es gab ja noch diese anderen Gegner, die Gegner fressen. Aber die haben auch mich gefressen. Die haben wirklich alles gefressen, was denen vor die Lunte kommt. Einfach vor die Lunte. Gruselig. So, da ist mein Wundersamen. Der hat meinen Wundersamen gegessen! Dieses Schwein! Das Team könnte einfach ein YouTube-Video von 2014 im Hintergrund spielen. Ach, die Musik, meinst du? Wow, 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 Chillung, Chillung. Boah, kennt ihr diesen Film? Kennt ihr diesen Film?
Heißt der so? Kennt ihr den? Nee, das ist der nicht. Das sind so komische fliegende Monster. Und das ist irgendwie am Flughafen oder so, Chat. Wie heißt der? Ich weiß nicht, ob der von Stephen King ist. Legulius. Könnte von Stephen King sein, irgendwie sowas. Wenn ich dann nach Legulius komme, kommt Wein und eine Hose. Boah, wie heißt der Film? Fliegende kleine Monster auf am Flughafen. Film. Langolias. Den gibt's komplett auf YouTube-Chat. Den gibt's einfach komplett auf YouTube. What's the weather like? Clouds at 20,000 feet from the Great Plains all the way to Boston. From the best-selling novel by Stephen King. Trouble, mister. Where is everybody? What's going on here? Across the boundaries of time. Mayday, mayday, this is American Pride, flight 29, requesting emergency aid. This place is utterly, totally deserted. Air Force Control, this is American Pride, flight 29. Do you read me, over? Beyond the gateway to another world. We're no longer in our own time, ladies and gentlemen. It's really wrong here. So dead. Something is waiting for you to arrive. It's coming, don't you understand? Something's coming towards us, rather nasty. They are predators. Zeigen die jetzt gar nicht im ganzen Trailer? They are relentless. The Langoliers are coming. They're coming for you. And they are very, very hungry. They will eat you alive! Alive and screaming! Als ob man ihn im ganzen Trailer gar nicht sieht! Als ob man ihn im ganzen Trailer nicht sieht! Hier. Father, the Langoliers. No. Da waren sie. Warum kennst du das? Der lief früher im Fernsehen. Hab ich als Kind gesehen. Okay, was ist dieser Shot? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich kann mich an den ganzen Plot nicht erinnern. Ich weiß, da waren so fliegende Monster und die sind ganz am Flughafen. Mehr weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich mal den rewatchen. Chat, wann machen wir Filmeabend? Den gibt's komplett auf YouTube hier. Auf Deutsch. Denver Center, bitte kommen. Hier ist American Pride, Flug 29. Wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Das ist Was
Und das sind die kleinen Viecher hier. An die muss. Deshalb hab ich das euch gezeigt. Da sind die. Kann man die so töten? Oh, man kann die damit stunnen. Man muss die, glaube ich, auch stunnen. Die sind schneller als der Scrolling-Effekt. Scheiße, da unten. Ach, die essen den selber jetzt, oder? Ja. Nein, wow, Whisky. Gesicht juckt. Weißt du, du solltest dich lieber beeilen. Ach so. Aber mir fehlt noch eine Münze, oder? Kennst du Twilight of the Demon? Name sagt mir nichts. Vielleicht, wenn ich es sehe? Können wir auch lieber Lovecraft-Hörbücher hören? Nee. Ich bin ja so der visuelle Typ. Ja, wir haben es geschafft! Wir haben es, Leute. Wo ist der Haken? Wieso ist da oben kein Haken? Ach, hier fehlt mir noch eine Münze. Das war eine Belohnung für, du hast alle Samen, aber du hast nicht alles auf 100%. Wo haben die mir meine Münze versteckt? Wo habe ich die hier übersehen? Daisy hat doch nirgendwo hier am Anfang blau geleuchtet. Hier leuchtet die blau. Ah, Miyamoto. Du dachtest, du kannst es von mir verstecken. So, ohne die Viecher ist das Level gar nicht mal so stressig. Du sollst sie vorlesen. Boah, ich kann gar nicht lesen. Ich kann gar nicht lesen, Mann. Ich habe verlernt zu lesen. Videospiele machen dumm. Jetzt haben wir sie, Chat. Wo ist der Haken? Boom, da ist der Haken. 34 Wundersamen gibt es in dieser Welt. Das ist echt eine unschöne Zahl, oder? Weil in der ersten gab es halt 35 und dann gibt es in der zweiten nur 34. Aber ja, Chat. Dann haben wir nächste Woche Sonntag noch einiges vor uns, ne? Hier Welt 2, Welt 3, Welt 4, Welt 5. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche damit überhaupt fertig werden, ne? Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche damit fertig werden, ne? Du liest literally den ganzen Tag Nachrichten aus dem Chat. Ja, aber das ist ja was anderes. Wenn ich ein Spiel spiele und ich muss dort was vorlesen, einen längeren Text... Dann lese ich, als wäre ich in der dritten Klasse. Wie viel fehlt dir noch? Weiß ich nicht. Wir müssen ja nochmal durchgehen und schauen, was mir noch alles fehlt. Da fehlen halt hier und da so ein paar Münzen. Also hier sind auf jeden Fall einige Level auch schon komplett abgeschlossen. Also Wolkenwelt sieht nicht ganz so schlimm aus mit den Lücken. Die ist auch nicht ganz so schlimm. Also ja. Mal gucken, ob wir es durchkriegen. Also vielleicht kriegen wir nächste Woche Sonntag alle Samen und so alles hin, aber halt nicht die Special-Welt. Die Special-Welt wird vielleicht ein bisschen schwierig. Weil wenn die Level dort noch recht schwer sind und da muss ich auch noch alles sammeln und so, das könnte vielleicht ein bisschen too much werden, ne? Also ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Aber nice. Haben wir wenigstens Story heute abgeschlossen. Chat, ich gehe kurz.